es kommen die ganze Zeit noch Leute rein, aber auf die konzentrieren wir uns später. So, Leute, 12.12. 12.02.2023 MCC Plus Spezialcall. Es geht heute um, ja, ihr habt es jetzt mehrfach gehört, um ein spezielles Thema und darauf möchte ich jetzt direkt zu sprechen kommen. Die meisten von euch haben schon Gefühl dafür. Das habe ich den Nachrichten, die ich über Instagram erhalten habe, schon entnehmen können. Aber ich frage jetzt mal direkt in die Runde, was glaubt ihr eigentlich, wie ich es im Moment schaffe, bis zu ja, teilweise 1% und viel mehr pro Tag auf das eingesetzte Kapital zu bekommen. Habt ihr eine Vorahnung? Oder andersrum, ach krass, viele wissen auch schon direkt hier, um wen es geht. Sehr, sehr geil. Ja, es ist Copy Trading, Leute, genau. Also ich kopiere Profis und zwar ganz bestimmte Profis. Und mit anderen Worten kopiere ich hier Profis, die am meisten auf dieser Plattform, auf der ich unterwegs bin, von anderen Menschen aus aller Welt kopiert werden. Auf aller Welt kopiert werden. Okay, hier sind Menschen aus New York, aus sämtlichen Kontinenten am Start, die einfach diese Personen kopieren und über sie ihr Geld für sich verwalten lassen. Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Portfolio-Manager. Aber im Endeffekt machen die Jungs das für sich und diejenigen, die Bock haben, sich an diese Person dran zu hängen, dürfen das Ganze tun. Es ist eine freiwillige Angelegenheit und wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch heute, beziehungsweise zeigen die Jungs sich heute. Und jetzt eine andere Frage. Gibt es Leute, die von dieser Thematik noch nie was gehört haben? Also gibt es Personen unter euch, die das erste Mal von so einer Möglichkeit mitbekommen? Einer schreibt, ich mache es sogar selber. Einige sagen, ja, okay, noch nie was von gehört. Ja, das erste Mal. Ich höre das erste Mal. Okay, alles klar. Leute, das, was ihr hier heute zu sehen bekommt, ist nichts, was neu erfunden wurde. Sowas gibt es schon. Für mich ist es etwas Neues. Und zwar habe ich das erste Mal, nachdem ich in Afrika gewesen bin, es echt ausprobiert. Ich kenne diese Thematik und diese Möglichkeiten schon deutlich länger, habe es aber bisher noch nie für ja, richtig empfunden, das zu machen, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Und als wir in Afrika gewesen sind, hatte ich einen von diesen Kandidaten, den ich hier kopiere, einfach bei mir. Wir haben mehrere Wochen miteinander verbracht und somit konnte ich live zusehen, was da eigentlich passiert. Und nachdem ich das live gesehen habe, war für mich klar, dass ich es ausprobiere. Und zwar nicht mit meinem gesamten Kapital. Ich habe mit ganz, ganz kleinen Beträgen gestartet, um genau zu sein, mit 500 Euro. Aus diesen 500 Euro, das zeige ich euch auch direkt zu Beginn, ist auf einem Portfolio, da seht ihr das jetzt, 1456 Dollar geworden. Ich kann mir das Geld sofort jetzt auszahlen. Und auf dem anderen Account sind aus 60.000 insgesamt 75.000, oh, warte mal, ich lasse mal hier eben Leute rein, ganz kleiner Augenblick, aus 60.000. Und diese 60.000 sind in diesen letzten 3 Wochen überhaupt geflossen. Das heißt, ich habe mit 500 Euro gestartet und nachdem ich ein Gefühl dafür entwickeln konnte, was da eigentlich möglich ist, bin ich mit für meine Verhältnisse immer noch kleinen Beträgen, aber dennoch mit Beträgen, die sich echt gut ansehen lassen, in dieses Thema reingegangen. Und das zeige ich euch jetzt auch. Aus dieser Nummer sind jetzt insgesamt aus 60.000 73.000 in nur 3 Wochen geworden. Hier könnt ihr euch das alle einmal ansehen. Leute, passt auf. Ich zeige es euch jetzt. Ich werde euch jetzt die Folien einblenden und nachträglich werde ich die Gäste zu Wort kommen lassen. Und dann könnt ihr denen auch eure Fragen stellen. Es gibt heute für jeden von euch eine konkrete Anleitung, wie man das macht. Ich persönlich brauchte selbst eine Anleitung, weil ich mich einfach mit diesen Themen nicht auskenne. Und die Anleitung, ich kann es euch sagen, ist in der Umsetzung easy gewesen. Ich wurde geführt. Ich habe das Ganze halt hinterher eigenständig zwar abgetippt, beziehungsweise alles eingetragen, was einzutragen ist, aber ich habe es nicht selbst gemacht und habe mich dabei auch viel wohler gefühlt, indem ich an die Hand genommen wurde und quasi durch diese Steps durchgeführt wurde. Und genau das, was mit mir passiert ist, machen wir heute auch mit einer Person hier im Call. Und so können wir es einfach am simpelsten demonstrieren und euch zeigen, wie das Ganze einfach einzurichten ist. Viele wussten es, richtig, es geht um Copy Trading. Es gibt aber auch tatsächlich viele Leute, die es nicht wussten. Und umso schöner finde ich es, dass viele es nicht wussten und heute eine Möglichkeit hier vorgestellt bekommen, die ja extrem cool ist. Ich sage euch nicht, was ich mache,
Ich werde euch das heute zeigen und auch ganz genau im Detail erklären und mit wem ich das Ganze mache. Deshalb begrüßen wir später zwei besondere Gäste hier, Freunde von mir, mit denen ich auch private Zeit verbringe. Die beiden sind erfahrene und langjährige Trader, die auch schon mediale Präsenz genießen, also im Fernsehen erschienen sind, aber auch gleichzeitig von Hedgefondsmanagern gerade eingeladen wurden. Und einer von den Gästen ist tatsächlich aktuell sogar in Berlin unterwegs und führt dort in den nächsten Tagen Gespräche mit ranghaften Hedgefondsmanagern. Ja, weil das, was da gerade von ihm auf die Beine gestellt wurde, tatsächlich etwas ist, was es auf der Plattform, auf der er unterwegs ist, wo ich ihn angefangen habe zu kopieren, noch nie passiert ist. Das versteht ihr gleich etwas besser. Beide sind halt, wie gesagt, extrem langjährige Trader, die ich extra persönlich mit meinem Kapital getestet und dann anschließend viel besser kennenlernen konnte. Hier seht ihr das auch offen. Ihr könnt es auch ganz normal über die App abrufen, nachdem ich euch gleich zeige, wie das funktioniert. Ich bin mit meiner Position, das liegt natürlich am Timing. Am Timing. Ich habe wahrscheinlich zur richtigen Zeit wieder gestartet und bin jetzt gerade sogar auf der Kopiererliste von tausenden Leuten auf Platz Nummer 3, was meine Performance angeht. Wir stellen euch heute nicht eine, sondern zwei Möglichkeiten vor, denen ihr folgen könnt. Also ich werde euch heute zwei Personen vorstellen, die ihr freiwillig folgen könnt. Okay, freiwillig. Es gibt hier keinerlei Aufforderung von mir. Ich zeige euch das, weil die meisten es sich von euch gewünscht haben. Und welche das sind, sage ich euch jetzt gleich. Doch zuallererst, was ist eigentlich Copy Trading? Insbesondere für diejenigen, die jetzt gerade geschrieben haben, dass sie es zum ersten Mal gehört haben, möchte ich dieses Thema einmal ganz kurz etwas besser, ja, zum Verstehen bringen, zum Verstehen geben, ja. Beim Copy Trading können weniger erfahrene Händler, also Trader, die persönlich von diesen ganzen Anlagegeschäften und so weiter gar keinen Plan haben, die gleichen Geschäfte machen, die die erfahrenen Anleger machen. Kurz gesagt, wir kopieren Trades, also geöffnete und geschlossene Positionen von Profis, die das den ganzen Tag tun. Okay? Wir kopieren buchstäblich die Arbeit eines anderen. Und ihr wisst es, ich persönlich habe es vorhin schon mal erwähnt, neige dazu, wenn ich etwas selbst nicht kann, es an Leute zu übertragen. Geben, die in dem, was ich nicht selbst gut kann, deutlich besser sind als ich. Und deswegen habe ich hier auch diese zwei Personen mit am Start und werde sie euch heute vorstellen. Denk an ein Klassenzimmer dabei. Wenn du eine gute Note haben wolltest, folgst du dem Beispiel der Person, die gelernt hat und weiß, was sie tut, anstatt nur selbst zu raten. Das ist so ziemlich genau das, was Copywriting per Definition eigentlich bedeutet. Der Hauptgrund für Copy Trading Der Hauptgrund für Copy Trading ist, dass du die gleichen Gewinne erzielen willst wie ein erfolgreicher Anleger und auch erzielen wirst. Denn wenn der Anleger, also der Trader selbst, einen Gewinn macht von 30% für sein eigenes Geld, dann profitieren wir in dem Moment im selben Umfang genau über diese Gewinne. Macht der Kopierer einen Verlust, und das muss auch sofort klar sein und jedem Einzelnen von euch klar sein, dann machen wir diesen Verlust gleichzeitig mit. Dadurch, dass der Trader selbst in eigenem Interesse natürlich sein eigenes Vermögen vernünftig wachsen sehen möchte, ist er natürlich interessiert daran, die Trades so profitabel wie möglich zu gestalten. Das heißt, hier besteht kein Interesse, sein eigenes Geld zu verbrennen. Es ist eine Investition mit weniger Spielraum für kostspielige Fehler. Es ist eine Investition mit weniger Spielraum. Wir können nicht mitentscheiden. Ich will auch nicht mitentscheiden. Deswegen, ja, haben wir hier nicht allzu viel Spielraum, dementsprechend auch, ja, nicht viel Spielraum für irgendwelche kostspieligen Fehler. Bevor man sich, Leute, ich lasse hier mal eben kurz die nächsten rein, Sekunde. Und jetzt mache ich wieder eine Pause. So. Bevor man sich jedoch zum Copy Trading entschließt, ist es wichtig, den Prozess zu verstehen und den Markt, in den man einsteigen will, erstmal grob zu kennen. Copy Trading Schritt für Schritt. Erster Schritt. Beim Copy Trading ist die Einrichtung eines Kontos auf einer zuverlässigen Handelsplattform erstmal notwendig. Es gibt verschiedene Standards für die Auswahl des richtigen Händlers, dem man folgen sollte. Zum Beispiel kannst du einem Händler folgen, also einem Trader folgen, der mehr Gewinne erzielt oder ein beständiges Wachstum aufweist. Und genau das werdet ihr gleich auch noch mal zu sehen und verstehen bekommen. Das werden wir euch jetzt gleich anhand von echten Live-Beispielen einfach auch noch mal hier zu demonstrieren. Also werden wir hier demonstrieren.
Dann zweitens, der zweite Schritt ist die Entscheidung über den Betrag, den du investieren willst und finanziell bereit bist, auch zu riskieren. Wie das Sprichwort sagt, lege nie alle Eier in einen Korb. Beginne mit einem kleinen Prozentsatz deines verfügbaren Einkommens oder deines verfügbaren Vermögens und denke dabei daran, dass die Investitionen immer mit dem Risiko verbunden sind, dass du nicht dein ganzes Geld zurückbekommen könntest. Okay? Was die Performance, die ihr gleich sehen werdet, zeigt, ist das genau das Gegenteil. Aber ich möchte hier von einem schlechtesten Szenario ausgehen, um euch hier einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass ein Trader auch mal Minustage haben kann und auch mal vielleicht keine profitablen Trades schließt. Ich möchte weder am Ende des Tages derjenige sein, der hier zum Held erklärt wird oder am Ende zum Tagen zum Buhmann von euch erklärt wird. Das will ich nicht. Deswegen möchte ich euch viel mehr auf die negativen Seiten aufmerksam machen und auf das Risiko eingehen, damit ihr mir später nicht irgendwie einen Vorwurf machen könnt, wenn es halt mal nicht gut laufen sollte. Deswegen, dass es gut läuft, erkennt ihr gleich, aber ich möchte hier erstmal auf die negativen Aspekte zu sprechen kommen, weil ich das persönlich auch für mich getan habe. Ich bin sehr kritisch an dieses Thema angegangen und habe auch sehr kritische Fragen gestellt und irgendwann, nachdem ich persönlich für mich überzeugt war, habe ich mich bereit erklärt, den Schritt zu wagen und zwar mit nur 500 Euro. Okay? Der dritte Schritt ist einfach zu beobachten. Nichts weiter. Einfach nur zu beobachten, was der Trader macht. Und dann seht ihr auch im selben Atemzug, ob eure Positionen wachsen, beziehungsweise wie sie wachsen. Also du musst nicht selber traden oder dich mit dem Thema auskennen, um daran teilnehmen zu können. Das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Hier kopierst du im Endeffekt eine Person, wie ich es jetzt schon mehrmals erzählt habe, die das Thema beherrscht und wir brauchen hier keine eigenen Fähigkeiten. Ich persönlich weiß noch nicht mal, wie man Stop-Loss setzt. Ich sage es euch einfach. Ich weiß noch nicht mal, wie man einen Hebel aktiviert. Oder. Ich weiß es selber nicht. Und das ist auch etwas, was ich in den nächsten Jahren nicht lernen möchte, weil es etwas ist, was ich hier in diesem Fall auf jeden Fall wieder den Spezialisten überlasse und meine Kohle über sie im kleinen Umfang, für meine Verhältnisse im kleinen Umfang, für mich arbeiten lasse. Du übernimmst den gleichen Kauf- und Verkaufsorder. Das bedeutet, in dem Moment, wo der Trader, den ich kopiere, einen Trade eröffnet, ziehe ich eins zu eins mit ihm mit. Eins zu eins. Und zwar in der Höhe, in der ich mitziehen möchte. Wenn der Trader angenommen eine 100-Euro-Position eröffnet, kann ich selber entscheiden, ob ich 10 Euro, 5 Euro oder 20 Euro im selben Moment mit für mich arbeiten lassen möchte. Das heißt also, ihr müsst nicht eins zu eins den gleichen Betrag mit für euch arbeiten lassen, den der Trader selbst für sich arbeiten lässt. Ihr könnt auch nur einen Euro einsetzen. Ihr könntet theoretisch auch nur 5 Euro einsetzen oder 10 oder auch mehr als der Trader. Das ist hinterher komplett euch überlassen. Und diese Entscheidung werde und möchte ich euch auch in keinster Weise abnehmen. Und genau das macht dieses Copy-Trading einfach so mega, mega simpel. Okay? Mega simpel. Was sind die Voraussetzungen? Viele von euch, die kennen es nicht. Deswegen möchte ich jetzt auch nochmal auf die Voraussetzung eingehen. Die Voraussetzung ist, du brauchst einen Account. So ein Account, wie du den vielleicht auf Bitpanda, Coinbase, Binance, Kraken oder Coinbase oder sonst wo hast, brauchst du natürlich einen Account. Als zweites, die Voraussetzung für ein erfolgreiches Copy Trading ist tatsächlich, dass du einen guten Trader findest. Okay, einen guten Trader. Es gibt tausende Trader da draußen, die nicht gut sind. Okay, die nicht gut sind. Und es gibt gleichzeitig auch tausende, die gut sind. Du musst also hier den richtigen für dich identifizieren und dich dann aus einer eigenen Überzeugung heraus bereit erklären, ob du diesem Trader folgen möchtest oder nicht. Und natürlich brauchst du etwas Kapital. Du kannst das Ganze mit 100 Euro starten. Du könntest aber auch gleichzeitig, wenn du sagst, ey, ich habe Freunde, die sind da mit 120.000 Euro drin. Ich habe Freunde, die sind da mit 120.000 Euro drin und schieben da 1% auf teilweise 1% jeden Tag auf diese 120.000 Euro. Ich persönlich habe es euch gerade gezeigt,
60.000 Euro in 3 Wochen sind 73.000 Euro geworden. Und das ist ein super, super geiles Gefühl. Eine andere Sache, auf die ich euch auch aufmerksam machen möchte, und das mache ich euch, das tue ich euch immer. Ich bin kein Steuer, das tue ich immer. Und ich bin kein Steuerberater, will euch aber auch gleichzeitig sagen, dass diese Trades und die profitablen Trades natürlich auch steuerpflichtig, insbesondere dann, wenn ihr in Deutschland seid, sind. Okay? Das bedeutet, ihr bekommt jeden Tag einen Report per E-Mail zugeschickt. Jeden Tag bekommt ihr eine E-Mail, in der steht, wie eure Profitabilität ausgesehen hat. Am Ende des Jahres, ich empfehle es euch, ich bin kein Steuerberater, ihr müsst euch natürlich eine Steuerberatung oder einen Steuerberater zur Seite holen, der euch dann im Rahmen eurer Einkommensteuererklärung dabei berät und eure Steuern natürlich auch entsprechend anmeldet oder eure Einnahmen über das Trading mit anmeldet und darauf dann auch die Steuern erhoben werden und ihr sie auch natürlich zahlt. Das heißt also, jeder von euch darf nicht davon ausgehen, dass das, was hier passiert, steuerfrei ist oder irgendwie so direkt einem realen Gewinn entspricht. Jeder Trade ist Steuer und zwar kapitalertragssteuerpflichtig, insbesondere dann, wenn ihr halt euren Wohnsitz im deutschsprachigen Raum habt. Wo liegen die Risiken? Auf die möchte ich auch nochmal eingehen. Auch professionelle Trader haben Minustage. Auch professionelle Trader, die zu den besten Tradern der Welt gehören, haben auch mal Minustage. Bitte nimmt diese Info einfach mit. Auch die haben mal, auch wenn es selten vorkommt, sie haben sie. Trading hat immer ein Risiko des Kapitalverlusts. Das heißt also, ihr könnt auch Kapital verlieren. Es hängt vom Timing ab. Der eine Kandidat, der heute mit am Start ist, der hat eine Performance hingelegt über 365 Tage, inzwischen schon sogar über 14 Monate. 14 Monate lang durchgehend profitabel und unterm Strich mit über 1000, ich glaube 1200, 1300% im Plus. Und das ist heftig. Aber in diesen ganzen 14 Monaten hatte er natürlich auch mal Tage, wo seine Trades nicht positiv gewesen sind. Das Finden eines guten Traders ist einfach schwer. Deshalb haben wir euch das hier abgenommen. Okay? Und jetzt kommen wir endlich zu meinen Gästen, die hier auch mit am Start sind, Leute. Ihr hört euch jetzt zwei extrem krasse Profis an. Ihr hört euch jetzt zwei Profis an, die das nicht machen. Und viele von euch kennen sie auch. Ich habe es gerade im Chat gelesen. Sie sind bekannt, sie sind öffentlich, sie sind transparent. Und ihr könnt ihnen auf Instagram folgen und tagtäglich mitverfolgen, wie viele tausende Menschen, okay, wie viele tausende Menschen von deren Performance aktuell profitieren. Sogar das Sat.1 Frühstücksfernsehen war vor wenigen Tagen hier in Dubai und hat die Jungs mit aufgenommen und begleitet und über diese Performance berichtet. Das wird nicht ein Einzelfall sein. Es wird in den nächsten Tagen. Einer von denen, der hier mit am Start ist, ist gerade in Berlin. Und was da passiert, darf er euch jetzt gleich selber erklären. Damit heiße ich euch herzlich willkommen, meine Freunde. Ein sehr, sehr enger Freund von mir, den ihr auch in meinen Storys schon gesehen habt, ist David Franke. David Franke, öffentlich auch, also beide teilen ihr Leben öffentlich auf Instagram. Ihr könnt ihnen folgen, David Franke auf Instagram und der Trading Dom auf Instagram. Das könnt ihr euch jetzt gleich alles ganz genau angucken. David und Dominik, ihr könnt einmal die Videos bitte, eure Videos Jawohl. bearbeiten. Genau. Wir können das nicht, das hast du gesperrt. Warte mal. Ich habe auch Sekunde. Jetzt. Warte, also ich lasse Okay. nochmal eben Jawohl, fahren. perfekt. Genau. Das ist Nice. Dominik und der, wo ist David jetzt? Ich sehe Ich David bin nicht. auch hier. Okay, du bist, glaube ich, ach da, okay, jetzt sehe ich dich. Perfekt. Das ist David, ihr kennt ihn aus meiner Kapstadtreise und ihr kennt Dominik wahrscheinlich auch aus meinen Stories, aber nicht so umfangreich wie David. Mit David habe ich mehrere Wochen in Afrika verbracht, mehrere Wochen hier verbracht. Mit Dominik saßen wir neulich noch zusammen. Also es sind zwei Jungs, die schon seit etlichen Jahren gemeinsam miteinander funktionieren, miteinander kooperieren, miteinander wachsen und dabei auch ganz viele weitere Menschen mit auf ihre Reise nehmen und an ihrer Performance teilhaben lassen. Leute, ich übergebe euch das Wort, David, und ich übergebe dir das Wort, Dominik. Ihr könnt eigentlich direkt loslegen. Braucht ihr den Host von mir? Ich muss nur Bildschirm teilen können, damit ich gleich ein paar Sachen auch zeigen kann.
Du musst nur darauf achten, wenn ich dir den Host gebe, dass du die Leute, die im Wartezimmer sind, vielleicht einmal bitte dann zwischendurch reinlässt, okay? Ja, warum machen wir Perfekt. Warteraum nicht einfach aus? Warte, Kann ich warte, auch warte. machen. Ja, mach mal eben. Dann ist jetzt durch. Jetzt kommen sie automatisch rein. Perfekt. Okay, let's go. Geil. Sehr gerne. Willst du, David, willst du erst Wie du oder? möchtest. Dann bitte, dann überlasse ich den Vortritt. Ja, also erstmal vielen Dank für diese Introduction, Erdem. Ja, ihr habt es mitbekommen, wir sind sehr, sehr gute Freunde geworden und die Geschichte von uns beiden, beziehungsweise mit dem Copy Trading mit Erdem, hat quasi in Kapstadt gestartet, wo er, also ich bin keiner, der dann auf ihn zugeht und sagt, ey, hier machen wir mein Copy Trading. Aber wenn man über Wochen hinweg natürlich zusammen in einer Villa wohnt und eine schöne Zeit hat und ich dort auch trade, hat er das natürlich mitbekommen. Und hat dann dementsprechend sich auch dafür entschieden, mit einem kleinen Konto das Ganze mal zu testen. Und jetzt seit 3 Wochen hat er dann das Kapital auch maßgeblich angehoben, von 500 dann auf 6.000, auf 60.000, wie er gerade auch schon transparent hier durchgegeben hat. Und das Ganze hat natürlich seine Gründe. Und zwar kurz zu mir, ich trade seit 8 Jahren, wohne seit 4 Jahren in Dubai und bin der größte Copy-Trader auf der Plattform RoboForex, ja, und zwar mit riesengroßem Abstand. Ich werde euch jetzt hier nur Facts auf den Weg geben, werde dafür am besten einfach sofort meinen Bildschirm teilen, damit wir hier im Endeffekt auch das Ganze auf Zahlen, Daten, Fakten berufen können. Und zwar, wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, wir gehen jetzt mal kurz in das Ranking rein bei RoboForex. Dort werden wir finden, wen es alles so auf dieser Plattform gibt. Und zwar hier Platz Nummer 1, Wall Street Invest, DAX Only. Das heißt, ich bin DAX-Trader, Intraday-Scalper. Ich will das hier nicht zu fachchinesisch halten, aber das bin quasi ich und verwalte derzeit über 32, knapp 33 Millionen Dollar, habe ich Assets under Management. Ja, wenn wir uns hier Platz 2 anschauen, hat er vielleicht gerade mal um die 11, 12, 13% von dem, was ich verwalte. Und wenn wir hier weiter runtergehen, dann sehen wir hier jeweils in der Spalte, wie viel andere Copy Trader so verwalten. Ich bin der RoboForex existiert seit 12 Jahren und ich bin der größte Copy Trader, der jemals auf dieser Plattform existiert hat. Der damals beste Copy Trader hatte Assets under Management von 12 Millionen. Nur damit ihr einfach mal auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie groß das Ganze tatsächlich ist. Und mir ist auch auf einer anderen Plattform niemand bekannt, der mehr Geld verwalten darf als ich. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Wir werden darauf gleich zu sprechen kommen. Bevor wir das machen, schauen wir uns hier einmal die Gesamtperformance an. Und zwar liegt diese derzeit bei 1230,80%. Wir haben diese erwirtschaftet in 4.499 Trades. Ich habe eine Trefferquote von über 66%. Das heißt, 2 von 3 Trades gehen bei mir auf. Durchschnittliche Handelszeit liegt bei 1,5 Stunden, maximale Inanspruchnahme. Das Ganze ist ein Drawdown, das heißt nicht, dass wir einmal 53% aktiv verloren haben, sondern des Kapitals in Anspruch nehmen mussten. Der schlechteste Trade wird hier aufgeführt mit 153 und der beste mit 467. Und anhand dessen kann man alleine schon sehen, dass ich bei weitem nicht so viel riskiere, wie ich in Anführungsstrichen dann halt auch einlogge. Und derzeit, und das ist wirklich heftig, und das habe ich tatsächlich vor 15 Monaten, wir können es jetzt hier sehen, Konto eröffnet, vor 465 Tagen habe ich so etwas nicht kommen sehen. Ja? Und zwar kopieren mich derzeit 8.867 Investoren. Und das ist natürlich schon unglaublich. Ja, das ist unglaublich und das ist wirklich ja auf der Plattform zumindest unerreicht. So, wir können uns hier einmal den gesamten Verlauf komplett transparent dieser Performance anschauen. Und dann werde ich dir hier einmal kurz den gesamten, ja, Verlauf dieser Performance durchgeben. Und zwar kannst du hier sehen, dass das Ganze am 4. November 2021 gestartet ist. Und auf diese Seite wirst du auch kommen. Ja, das heißt, auch wenn du noch nicht investieren möchtest, kannst du dir all diese Statistiken auch auf dieser Website hier anschauen. Den Link dafür werden wir am Ende dieses Webinars mit euch teilen. Und klar, ab einem bestimmten Punkt kommt Zinseszinseffekt mit ins Spiel und ab da an ist das Ganze einfach sehr, sehr gut nach oben geschossen. Man muss ganz klar sagen, Trading ist und bleibt keine Einbahnstraße. Ja, ich gebe mir jeden Tag größte Mühe, das habe ich hier aber auch mit hingeschrieben, I try my best to keep the drawdown small and the profits big. Ja, I try my best, in Anführungsstrichen. Nichtsdestotrotz, es wird halt auch Verluste geben. Gott sei Dank bin ich mittlerweile seit knapp 8 Wochen
keinen einzigen Tag habe ich im Minus beendet. Und ja, das ist quasi die Statistik, die für mich spricht. Davor hatte ich dann ein paar Minustage und dann waren es knapp 10 Wochen ohne einen einzigen Minustrade. Nichtsdestotrotz, Resultate, die bereits geschehen sind, garantieren niemals etwas für die Zukunft, können lediglich ein Indikator sein. Hier einfach der Risikodisclaimer. Und im gleichen Zuge möchte ich dir hier halt auch nochmal ein paar Facts zu den maximalen Drawdowns geben. Ja. Und zwar, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, das ist die maximale Inanspruchnahme in Prozent, die ich an jedem einzelnen Tag gefahren habe. Ja. Man muss sagen, bis zu diesem Zeitpunkt hier war das Ganze als High Risk deklariert. Ja, das heißt, wir sind hergegangen und ich habe den Leuten ganz offen und ehrlich kommuniziert, wir werden hohe Risiken fahren, wir wollen auch viel Profit drauf eingehen und genau deswegen hatten wir in Anführungsstrichen bis hierhin auch höhere Drawdowns. Das Ganze hat sich aber mit dem enormen Zuwachs an Assets under Management einfach komplett gechanged, weil die Verantwortung ist halt einfach immer größer geworden und ich bin mir meiner Verantwortung zu 100% bewusst. Das möchte ich hier ganz, ganz klar herausstellen. Ja, so dass wir jetzt hier innerhalb der letzten 7 Monate, würde ich mal schätzen, einen maximalen Drawdown gesehen haben von 22,87%. Ja, und versuche jetzt das Ganze so klein wie möglich zu halten. Nichtsdestotrotz High Profit in Anführungsstrichen in 15 Monaten 1200% Profit zu erwirtschaften, 12x auf das eingezahlte Kapital. Das bedarf natürlich auch seine Risiken und das ist natürlich wichtig zu verstehen. So, wie funktioniert das Ganze? Du hast die Möglichkeit, wie der Erdem schon gesagt hat, aber die Anleitung kommt am Ende, den eigenen Account zu erstellen, diesen Account dann zu kapitalisieren. Ab $100 geht das Ganze bereits los und dann mit einem Klick einfach deinen Account mit meinem zu verknüpfen. Danach passiert Folgendes, du kannst dir eine App auf deinem Handy runterladen. Auf dieser App siehst du jeden Trade, den ich mache. Jeden einzelnen Trade kannst du nachverfolgen. Das heißt, du bist jederzeit im Blicke darum, wie es um dein Investment steht. Du kannst dich jederzeit ankoppeln, du kannst dich jederzeit entkoppeln, du kannst jederzeit Gelder ein- und auszahlen, wann immer du das möchtest. Das heißt, hier gibt es keine Mindestlaufzeit oder sonstiges. Und meiner Meinung nach ist es ein sehr, sehr transparentes und auch geiles Investment, einfach aus dem Grund, das ist dein eigener Account. Ich, der Erdem, der Dominik, wir haben zu keiner einzigen Sekunde irgendwie Zugang zu deinem Geld. Das liegt beim Broker, bei RoboForex, den es bereits seit 12 Jahren gibt, auf deinem eigenen Account und nur du hast Zugang dazu. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, du sharest keine Login-Details mit uns, sondern das Ganze passiert brokerintern. Für diesen gesamten Service nehmen wir 30% der Gewinne. Diese gehen jeden Samstag vollautomatisch von deinem Account runter. Und so funktioniert das Ganze kurz und knapp gesagt auf RoboForex. Das Ganze ist proportional gesteuert. Das würde bedeuten, jeder, wenn er die Einstellung benutzt, die wir empfehlen, ja, die ist proportional, jeder macht gleich viele Prozente Gewinn auf wie auch Verlust. Bedeutet, mache ich 1% Profit, machst du 1% Profit. Hast du 100 Euro auf deinem Account, ist das $1 für dich. Hast du 1.000 Euro auf deinem Account, sind das $10 für dich. 10.000 Euro auf deinem Account, $100 und so weiter und so fort. Das Ganze im Gewinn, wie auch im Verlustfall. Das heißt, ich habe natürlich, wie der Erdem auch richtig gesagt hat, ein hohes Eigeninteresse daran, dass das Ding steigt. Erstens, weil mein eigenes Geld da drin ist. Und zweitens, weil ich auch nur mitverdiene, wenn ich tatsächlich Profits für dich erwirtschafte, ja. Das Ganze ist immer einmalig. Das heißt, kurzes Beispiel und dann bin ich auch durch mit meinem Part. Du investierst 1.000 Euro. Ich mache jetzt einfach mal ganz hypothetisch gesagt 1.000 Euro Profit für dich. Von den 1.000 Euro würden am Samstag 300 an mich gehen. Bei dir bleiben 700. Das heißt, du hast jetzt insgesamt 1.000 investiert plus 1.000 Profit. 300 gehen an mich. Es bleiben 1.700 bei dir übrig. Wenn ich jetzt hingehe und nächste Woche wieder 200 verliere, dann bist du nur noch bei 1.500. Übernächste Woche gewinne ich wieder 200, dann bist du wieder bei 1.700. Dann geht keine erneute Gewinnprovision an mich, sondern es würde immer erst zu einem neuen Höchststand neu abgerechnet werden. Das heißt, in dem Falle, wenn ich auf 1.800 die Woche beende, gehen von den neu erwirtschafteten 100 Euro weitere 30 an mich und 70 bleiben bei dir, hast in dem Beispiel dann also 1.770 Euro. So funktioniert das Ganze und ja, jetzt würde ich einfach weitergeben an Dominik, wenn ganz du noch kurz, was ergänzen hast. Ja, ich hatte noch einen Wunsch. Vielleicht magst du noch mal eben ganz kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das ist das, was man halt auch verstehen muss, der Zinseszinseffekt. Das heißt, 1% pro Tag auf 1.000 Euro, die man einsetzt, bedeuten natürlich erstmal 10 Euro.
Aber wenn die 10 Euro einmal draufgekommen sind auf dein eingesetztes Kapital, auf 1.000 Euro, dann sprechen wir ja dann hinterher von 1%, die auf nach deinen 30% auf quasi 1.010 Euro oder 1.007 Euro draufkommen. Das heißt, das würde ich euch noch einmal ganz kurz erklären. Genau, und das ist auch komplett, hast du eigentlich schon komplett richtig erklärt. Ne? Das heißt, ich trade täglich. Mein Profit-Target ist immer 1% am Tag von montags bis freitags, wie der DAX halt geöffnet ist. 5% ist mein Target für die Woche. Und wenn ich die erreicht habe, mache ich in der Regel halt auch Feierabend. Ja, aber es gibt auch eine Telegram-Gruppe. Dort werden alle Investoren immer auf dem Laufenden gehalten, um einfach ja Fragen zuvorzukommen, dass ihr einfach immer auf dem aktuellen Stand seid. Und es ist halt genauso, wie Adam sagt, ne? Wenn du mit 1.000 Euro startest und ich mache 1%, hast du 1.010 drauf. Mache ich dann am nächsten Tag 1%, machst du auf die 1.010, machst du wieder 1%. Das sind dann, glaube ich, $10.10, wenn ich mich nicht täusche und so weiter und so fort. Das heißt, durch den Zinseszinseffekt entstehen dann halt auch so krasse Gewinne. Weil wenn ich jetzt noch einmal, sorry Dominik, danach gebe ich das direkt an dich. Wenn ich jetzt noch einmal hier in die Performance reingehe, siehst du halt, wie schleppend in Anführungsstrichen das Ganze hier am Anfang gelaufen ist. Und dann kannst du halt sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel, du startest mit 10.000 Euro, ich mache 300% Profit, dann sind das ja 30.000 Euro Profit plus die 10.000, die du investiert hast. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 1% mache, dann mache ich ja 1% auf die 40.000. Und wenn ich auf 40.000 1% mache, sind es 400 Euro. Und dann wiederum geht die Gesamtperformance natürlich dementsprechend prozentual nach ganz oben, weil du hast mit 10.000 gestartet, jetzt machst du plötzlich 400 Euro und 400 auf die 10.000 sind schon plötzlich 4%, obwohl wir nur 1% eingeloggt haben. Ja, das ist einfacher Zinseszinseffekt, den wollte ich jetzt hier dann aufgrund dessen, dass der Adam das angeteasert hat, nochmal mit auf den Weg geben. Und noch eine Sache, und dann halte ich wirklich auch mein Maul, sorry für die Ausdrucksweise, ist, warum funktioniert das Ganze bei mir so gut? Aus zwei Gründen. Im Copy Trading kommen und gehen jeden Tag Hunderte von Tradern. Ja, weil, und das ist der ganz, ganz große Unterschied, ich bin der einzige Copy Trader auf dieser gesamten Plattform, der mit seinem Instagram oder generell mit seinem Gesicht, mit seinem Namen haftet. Warum ist das Ganze so? Weil wenn du dir alle anderen Copy Trader auf der Seite anschaust, niemand hat in seiner Subscription stehen, wie sein Instagram ist. Dadurch habe ich erstens einen ganz, ganz anderen Trust, weil ich habe meinen Namen zu verlieren. Ja, wie ich schon sagte, die anderen haben gar nichts zu verlieren. Die plätten dein Konto. Und am Ende ist es halt so, du wirst niemals erfahren, wer dahinter gesteckt hat. Das ist der erste Punkt, warum ich deutlich stärker mit Assets Under Management bin als Platz 2 oder generell im Copy Trading. Der zweite Punkt ist natürlich die Konstanz in meinen Trades. Einmal 8 Wochen hintereinander profitabel, dann 10 Wochen hintereinander profitabel und zwar jeden Tag. Und das ist eine Leistung, die kriegen die meisten da draußen einfach nicht hin mit der Konstanz. Das waren noch die 2 Punkte, die wollte ich noch ergänzen. Ansonsten feuerfrei, Dominik. Geil, sehr, sehr geil. Also erstmal wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass ihr mich gut verstehen könnt. Vielen Dank, Adam, für die Möglichkeit, dass wir hier sein dürfen. Und aus meiner Sicht nochmal auch ganz, ganz wichtig zu erklären, dass das Prinzip Copy Trading sehr, sehr häufig etwas schwierig ist, nach außen zu tragen, weil tatsächlich hängst du deinen Account an einen Master Account. Das heißt, du koppelst deinen Account an den Trader und lässt den Trader machen. Und die Sache ist die, dass Trading oder gerade das Trading-Business, die Trading-Szene leider von sehr, sehr vielen Scharlatanen durchzogen ist. Das muss man ganz klar sagen, weswegen der Ruf einfach extrem geschädigt ist. Ich bin seit 12 Jahren an den Märkten, habe sehr, sehr viel Geld verloren, habe sehr, sehr viel Zeit verloren, in Anführungsstrichen, aber in die ganze Geschichte gesteckt, sodass wir mittlerweile halt neben beste Freunde und Geschäftspartner halt auch wirklich Trading-Komplizen geworden sind, um einfach so diese Vision und diese Leidenschaft zu teilen für Trading. Weil Trading hat extrem große Möglichkeiten. Du musst aber immer eine Sache wissen, du zahlst immer mit Risiko. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weswegen, bevor quasi ihr euch an die Accounts knüpft und oder euch anschauen wollt, wie das läuft, genau wie Adam es gesagt hat, seid euch bitte bewusst, Börse ist keine Einbahnstraße. Und wann immer ihr gerade in den sozialen Medien seht, irgendwer zeigt nur seine Profite, irgendwer zeigt euch oder verspricht euch das Gelbe vom Ei und sagt, ihr müsst nur ein Signal kopieren und morgen seid ihr reich. Das ist absolut gelogen und absoluter Unfug. Und deswegen ist halt quasi diese Risikobelehrung zwar immer so der Non-Fun-Part, der macht halt nicht so viel Spaß, ist aber einfach unglaublich wichtig.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der David ist bei RoboForex, was das Copy Trading anbelangt, wirklich mit Abstand der größte Copy Trader, den es da gab. Und ihr habt immer mehrere Faktoren, wie ihr das Ganze auch bewerten könnt. Punkt 1, wie der David auch schon gesagt hat, sind die Jungs präsent. Und da möchte ich euch ganz klar sagen, wenn ihr uns euer Vertrauen schenkt, wir sind präsent. Wir sind jeden Tag auf den sozialen Medien, wir sind auf YouTube aktiv, wir haben Podcasts, wir werden euch bespaßen, was das Copy Trading angeht, die Trades, wir werden sehr, sehr häufig auch erklären, was so unsere Gedanken sind, um das Ganze nahbar zu machen, weil je mehr du quasi mitnehmen kannst dessen aus dieser Trading-Welt, desto nachvollziehbarer ist es für dich, desto logischer ist es für dich. Und da ist auch ganz wichtig, wir vertuschen halt nichts. Und ich werde jetzt gleich auch ein paar Statistiken zeigen aus meinem Copy Trading. Ich bin noch relativ jung dabei, aus dem Grund, weil ich bisher entschieden habe, mein eigenes Kapital zu verwalten. Aber es macht einfach auch irgendwo diese Trading-Vision größer, wenn die Möglichkeit besteht, dass wir das nach außen tragen können. Und daher halt auch die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir wollen euch sogar verschiedene Möglichkeiten bieten, um das Copy Trading zu testen. Und das ist halt eine Geschichte, wie wir diese Vision vorantreiben wollen. Der Punkt 2 ist, wie lange sind wir am Start? Ich sage euch ganz ehrlich, im ersten Jahr scheitern 80% aller Trader. Das nach Europa-Regularien muss jeder in Europa gelistete Broker einmal im Quartal seine Zahlen quasi überprüfen und veröffentlichen im Risikodisclaimer unter jedem Broker, wie viele Menschen ihr Kapital verlieren. Ihr werdet meistens rund um die 80% finden. Das muss der Broker aus Europa darstellen. Das heißt also, das Game ist kein Spaß. Trading ist ein knallhartes Business. Es wirkt ein bisschen wie bunte Linien einzeichnen und einfach mal machen. Sobald es um Geld geht, Leute, ist das eine ganz, ganz andere Manege. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Und wir sind mittlerweile auch schon lange dabei. Wir haben mittlerweile auch schon viele Traderinnen und Trader erfolgreich ausgebildet. Es gibt mittlerweile so Funding-Plattformen, da kriegst du Fremdkapital gestellt, wenn du diese Herausforderungen bestehst. Und da haben wir auch dankbarerweise viele, viele glückliche, kapitalisierte Trader mittlerweile, sodass wir stets bemüht sind, die besten Schüler des Marktes zu sein. Wir sind nicht perfekt, um Gottes Willen. Wir treffen menschliche Fehlentscheidungen. Wir treffen aber auch menschlich gute Entscheidungen, weil wir aufgrund der Erfahrung, aufgrund des Wissens, das wir uns erarbeitet haben, irgendwo die Möglichkeit haben, das Ganze einfach nach außen zu tragen, das Ganze groß zu machen. Und der David spezialisiert sich überwiegend auf den DAX, den deutschen Aktienindex. Er handelt da CFDs, genau, das ist FTMO, handelt CFDs, das ist ein Produkt der Bank, was sagt, pass auf, du kannst damit den DAX, den deutschen Aktienindex handeln, ohne den gesamten DAX als Kapital hinterlegen zu müssen, um den zu kaufen. Und David ist quasi in beide Richtungen unterwegs. Nicht nur steigende Kurse, sondern durch diesen CFD-Handel ist dir auch möglich, auf fallende Kurse zu spekulieren. Und du hast bei jedem Trade, egal wann, egal wo, immer ein Risiko. Aber, und das ist mir persönlich extrem wichtig, euch das mitzugeben, wir sind uns dessen bewusst, was für eine Verantwortung das ist. Als er dann gesagt hat, er packt das Geld da rein, als meine Familie gesagt hat, sie packt das Geld da rein, als Davids Familie gesagt hat, sie packen das Geld rein, ist uns richtig bewusst geworden, wir wollen uns kein Fauxpas liefern. Und deswegen auch da, ich bin sehr bemüht, euch in den nächsten Wochen und Monaten eine geile Rendite zu liefern. Ich bin sehr bemüht, dass wir die Inflation bekämpfen, dass ihr nicht eure 7-8% verliert, für das wir alle wirklich hart arbeiten. Ich bin extrem daran interessiert, dass wir eine Performance erreichen, wo ihr sagt, boah, krass, was die Jungs machen. Ich sage euch aber eine Sache, ich bin noch mehr daran interessiert, dass das keine bittere Erfahrung für euch wird. Ich bin sehr daran interessiert, dass wir das Ganze vorsichtig machen, dass wir das Ganze mit wenig Verlust machen. Und das ist persönlich der Ansatz, den ich fahren werde. Ihr werdet sehen, meine Performance, sie steigt langsam, aber sicher und dann geht es ein bisschen nach unten. Die steigt aber mehr, als sie fällt. Und sie steigt aber trotzdem kontinuierlich über die Zeit. Und das ist der Punkt, der unfassbar wichtig ist, Leute. Und deswegen müssen wir unglaublich ausführlich darüber sprechen, auch wenn es euch aus den Ohren raushängt, jetzt schon eine Stunde damit zugetextet zu werden. Verluste gehören dazu. Ihr werdet Tage haben, da guckt ihr und denkt, scheiße, der Junge hat Minus-Trades gemacht. Dann guckt ihr am nächsten Tag rein und denkt ihr, der hat schon wieder Minus-Trades gemacht. Aber seid euch bewusst, dass dieses Risiko irgendwo akzeptierbar ist, weil wir halt sagen, wir geben einem Trade, einer Idee, die wir in einem Trade sehen, geben wir quasi einen Spielraum.
Und wenn diese Position nicht für uns so aufgeht, wie sie aufgehen sollte, dann akzeptieren wir das und wir kämpfen nicht gegen die Märkte, weil du kannst an der Börse nicht wissen, was in den nächsten 5 Minuten passiert. Du kannst es nicht. Und Leute, die sagen, wir haben eine Linie gezogen und deswegen haben wir jetzt 23 Indikatoren und würden jetzt sagen, Bitcoin steht am Ende des Jahres da und da. Es geht nicht. Es ist Bullshit. Du kannst nicht wissen, was Millionen andere Menschen überall auf der Welt, gerade an der Börse, für ein Interesse haben. Und das ist ein wichtiger Punkt und dessen sind wir uns als Trader bewusst. Und deswegen sagen wir immer, wir basieren unsere Entscheidung nicht auf Sicherheiten, sondern Wahrscheinlichkeiten. Und wenn wir ein Setup sehen, also eine Trading-Möglichkeit, in der wir sagen, die Chance ist da größer als das Risiko, dann werden wir diese Chance wahrnehmen. Und wenn das Risiko erreicht wird, dann haben wir eine Stop-Loss-Grenze und sagen, wir akzeptieren den Verlust, schließen den Trade, lief nicht für uns. Aber haben wir einen Trade, der für uns läuft, dann habe ich vor allem durch das Trade-Management, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, ein extrem starkes Mindset an der Börse bekommen, sodass ich die Gewinne ausbaue. Das heißt also, so wie wir es aus dieser klassischen Literatur kennen, cut losers, also schneide Verluste ab und let winners run. Das ist genau das Credo, was wir nutzen, weil wir uns bewusst sind, mindestens 80% verlieren ihr Geld im ersten Jahr. Nach 5 Jahren sind es über 90%, die gar nicht mehr an der Börse aktiv sind, weil sie ihr Geld verloren haben. Und das, was die 90% falsch machen, versuchen wir umzukehren, was auch nicht die 100% Garantie gibt, aber zumindest diesen statistischen Vorteil. Und das ist das, was wir nutzen. Und ich würde euch jetzt auch einmal das Ganze darstellen. Also wir haben im Prinzip 2 Möglichkeiten meinerseits, die ich euch gerne anbieten möchte. Ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm sehen. Das hier ist BitGet. Und BitGet habt ihr vielleicht auch schon bei Adam in der Story mal gesehen oder seid selber darauf gekommen. BitGet ist eine Crypto-Exchange, die entsprechend alles liefert, was zum Beispiel auch Binance geliefert hat. Ein wichtiger Punkt, und das wisst ihr hundertprozentig, weil der Adam da, ich kenne kaum jemanden, der so fundiert ist, was Kryptowährung anbelangt. Wir nutzen diese Plattform zum Handeln, aber nicht, um irgendwelche Kryptos zu speichern. Ja, wir bleiben da nicht, um irgendwelche Kryptos zu speichern und zu sagen, wir lassen unser Geld darauf liegen, sondern wir packen das Geld, was wir zum aktiven Handeln nutzen wollen, auf BitGet, lassen es da und lassen uns Gewinne regelmäßig auszahlen. Weil eine Exchange ist nur da, damit du austauschen kannst und nicht, um Coins zu sichern. Wir haben alle mitbekommen, wie bitter die Geschichte sein kann mit FTX. Was muss nicht sein? Deswegen lasst das Kapital drauf, was ihr für dieses Copy-Trading nutzen möchtet. Du kannst hier schon mit $100 anfangen. Du kannst aber auch $1.000, $5.000, $10.000 machen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, schau dir das erstmal an. Du kriegst gleich im Verlauf des Calls, kriegst du halt quasi diese Einsicht, diese Zugangsdaten. Und du hast die Möglichkeit, entweder du schaust uns erstmal ein bisschen zu Instagram, vielleicht sind wir unsympathisch, dann lässt du das sowieso, weil ich persönlich investiere in nichts, was ich nicht verstehe und erst recht nicht in Leute, die ich nicht mag. Selbst wenn die eine geile Performance haben und einen auf Supermacker machen, wenn ich die Typen nicht leiden kann oder die Frauen, dann habe ich da keinen Bock. Und das ist der Punkt. Deswegen, das kannst du sehr, sehr gerne erstmal machen. Der nächste Punkt ist, dass du schauen kannst, was wir und welchen Handelsansatz wir machen. Dafür haben wir entsprechend auch Podcasts, YouTube-Videos, dass du einfach so verstehst, wir leben Trading. Wir sind abhängig von Trading-Profiten, haben dankbarerweise mittlerweile ein Unternehmertum, was uns extrem stark entlastet, aber diese Leidenschaft kickt. Und das wirst du bei wenigen anderen Tradern haben, das wirst du bei wenigen anderen Communities haben. Wir leben das, was wir weitergeben. Und wir geben das weiter, was wir leben. Und das ist ein großer Punkt. Und dann kannst du dir einfach mal anschauen, wie so die Performance aussieht. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Historie aufgerufen von den letzten Tagen. Wir sehen hier, da werden halt entsprechend Bitcoin-Trades gemacht, Room-Trades. Das heißt, ich trade alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, aber letztendlich auch dem Risikoprofil entspricht. Und ich trade mit kleinen Positionen. Ihr seht $10, $8, $6, $11. Und das Ganze ist von dir auch proportional aus, ich sag mal, mehr oder weniger steuerbar, je nachdem, wie viel Kapital du investierst. Aber Gier frisst Hirn. Und Hirn muss auf jeden Fall bei einem Investment dabei sein. Fang klein an und versuch, ein Gefühl dafür zu gewinnen. Weil dann kannst du sehen, dass diese zum Beispiel diese $6, die geflossen sind, das ist zum Beispiel ein Trade gewesen. Wir haben hier $6 und $6, $12 auf dem Trade gemacht. Das erscheint nicht viel. Das Ding ist halt aber, wir machen viele dieser Trades am Tag und auch nicht jeden Tag, weil manchmal kann es sein, dass dieser Trade quasi dieser Tag kein Setup hat. Es kann auch mal sein, ganz ehrlich, dass ich mir einen Tag Auszeit nehme. Sowas kann immer passieren,
aber wir sind halt stets daran bemüht. Dann haben wir zum Beispiel aber auch Trades, die hier zusammengehören, wie zum Beispiel ein Bitcoin-Trade. Da sind dann halt mehrere Dollar geflossen. Ich versuche, euch eine schöne Rendite im Monat zu erzeugen. $500, $1,000, vielleicht $1,500 Profit. Aber dass ihr keine Angst haben müsst, euer Kapital zu verlieren. Dass ihr nicht mit wachen Augen im Bett liegt und denkt, scheiße, was geht da ab? Das ist meine große Mission. Wir haben jetzt mittlerweile hier seit dem All-Time quasi haben wir hier in 3 Wochen gerade mal 0,53% gemacht. Seitdem ich quasi das Copy Trading mache, angemeldet bin ich lange. Copy Trading mache ich jetzt ungefähr so seit 1,5 Monaten. 31% auf das investierte Kapital haben wir erwirtschaftet. Und hier oben bin ich. Hier, ich bin für 258 Tage bei BitGet. Ich handle aber nicht diese Anzahl der Tage, sondern das ist erst seit kurzem. 31% Rendite, insgesamt 442 Order gemacht. Insgesamt haben sie immer mal wieder ein paar Leute angeschlossen. Dann haben eigene Leute aber auch selber getradet und so weiter und so fort. Wir haben dann entsprechend $190 Kapital erwirtschaftet. Gain sind Gewinner-Trades 324 und 118 Loser. Und wenn du quasi hier dir erstmal anschaust, Moment, da wird jetzt gerade nichts gezeigt, aber wir sehen hier Profit-Share-Data. Ich bin dankbar, 10% der Gewinne zu bekommen, hier. Und 10% der Gewinne liegt daran, dass ich gesagt habe, 1.000 Leute dürfen mich abonnieren. Ich habe, mein Master-Account liegt bei $5,000. Sicherlich, ich kopiere meinen eigenen Account mit ein bisschen mehr Geld. Wichtig ist aber, ich komme sofort auf die Fragen. Ganz wichtiger Punkt ist halt aber auch, der Master-Account liegt bei 5K. Das heißt, du bist gut dabei, wenn du irgendwas zwischen $100 und $5,000 investierst und einfach mal laufen lässt. Und ich habe in dieser Zeit, 1,5, 2 Monate, mit 10% $7,738 bekommen dürfen. Das sind 10% dessen, was ich erwirtschaftet habe. Und das sind entsprechend 77.380 USDT für 235 Leute, die hier dabei sind. Und dann ganz kurz noch quasi auch zu den Fragen. Dann mache ich noch einmal einen Schwenker zu einem anderen System und dann würde ich auch erstmal meinen Mund halten. Das ist nicht KI gesteuert. Wir haben mit KIs viel Erfahrung gesammelt. Ich kann euch eine Sache sagen, Leute. Ich war der verzweifelste Trader überhaupt. Ich habe ein Chemiestudium hinter mir, hatte gar keinen Bock auf dieses Leben und habe mit Trading quasi mir meinen Ausweg versucht zu erkämpfen. Ich habe so viel Geld für Indikatoren, so viel Geld für Coachings gelassen und so weiter und so fort. Und irgendwie habe ich mich dann doch immer wieder dazu aufgerafft, mich selber so viel mit der Materie zu beschäftigen. Es gibt keinen Indikator, der meinen Ansprüchen gerecht wird. Es gibt keine KI, die dich kopfschmerzlos schlafen lässt. Das ist alles so 100% manuell. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich da nochmal ansprechen möchte. Manuell, deswegen auch da werden menschliche Fehlentscheidungen getroffen. Den Trade hätten wir länger laufen lassen können, dann wäre Bitcoin explodiert. Oder aber auch mal richtige Entscheidungen. Wir haben gesagt, wir schließen den Trade mit $20 minus, weil er am nächsten Tag bei $200 minus wäre. Und deswegen erwartet nicht, dass wir am Hoch aussteigen und am Tief einsteigen, immer in die richtige Richtung. Das ist nicht Trading. Und ich freue mich, wenn wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten das auch vielleicht immer wieder mit Erdem und mit euch auch immer wieder so ein bisschen updaten, vielleicht auch nochmal in 4 Wochen einen Call zu machen und einfach nochmal so ein bisschen das Ganze zu besprechen, so was Trading ist, weil wir durch die sozialen Medien, und das kann ich nicht oft genug betonen, einen komplett falschen Eindruck vermittelt bekommen. Und wenn ihr mir soweit folgen konntet, vielen Dank schon mal dafür. Jetzt haben wir noch eine zusätzliche Sache quasi, die ich euch auch noch anbieten möchte. Wir haben im Prinzip 3 verschiedene Copy-Systeme, womit wir uns letztendlich wie so eine Art Hedging-System absichern wollen. Der David handelt den DAX und der David handelt den DAX, also den deutschen Aktienindex, den CFD, wie kein anderer. Ich bin sicher, das ist die Referenz auf jeden Fall in Deutschland. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das weltweit auf jeden Fall die Spitze ist, was der Kerl gerade leistet. Ich werde für euch Gas geben im Kryptobereich. Ich sage euch aber, mein Mindset ist immer auf Risiko bedacht. Das heißt also, der David bringt die Profits rein. Ich bin immer so der von Monat zu Monat 1, 2, 3% dann auf die Equity haut, damit wir am Ende sagen können, okay, war besser als ein ETF, war besser als irgendwie, weiß ich nicht was, ein Sparplan bei der Consorsbank. Das ist dann meine Abteilung. Und wir wollen euch eben entsprechend auch im Devisenmarkt das Ganze anbieten, weil der Devisenmarkt, also die Forex-Paare, die Währungspaare,
einen 24-5-Handel ermöglichen und sehr gut geeignet sind, um langfristige Trades quasi zu finden. Beispielsweise, was heißt langfristige Trades? Da zeige ich euch jetzt einfach mal ein kurzes Beispiel. Wir haben, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir haben im DAX, oder nee, fangen wir mal mit dem Euro-US-Dollar an, müssen jetzt nicht tief in die Materie hier gehen, einfach mal, um das quasi zu erklären. Wenn ich von einem Swing-Trade spreche, von einem langfristigen Trade, dann versuche ich, irgendwo Hinweise zu finden, dass zum Beispiel der Euro-US-Dollar hier möglicherweise zeigt, ey, ich gehe nicht mehr weiter nach unten, so wie er es hier im vergangenen Jahr gemacht hat, sondern ich habe das Potenzial, nach oben zu gehen. Und dann versuche ich mir eine Stelle zu suchen, wo die Chance dem Risiko überwiegt und sage, pass auf, ich steige jetzt hier ein. Hier unten gehen wir aus dem Trade raus im Minus, wenn er nicht für uns läuft. Wenn er aber für uns läuft, dann will ich ihn laufen lassen. Und dann lasse ich sowas hier laufen und baue meine Profitposition so gut es geht weiter aus, um quasi innerhalb von Tagen oder Wochen so eine Bewegung mitzunehmen. Und diese Bewegung wird auch immer wieder ein Hoch und dann wieder ein Runter sehen. Dann geht es ein bisschen hoch, dann geht es mal ein bisschen runter, bevor er dann weiter nach oben geht. Ja, das gemachte Bild hier sieht immer so entspannt aus. Ja, wenn du hier unten reingegangen bist und hier oben raus, Bombe, Dominik, super gemacht. Wie sieht es aber aus, wenn das hier passiert oder das hier passiert? Dann erreichen mich meistens schon die ersten Nachrichten, die sagen, oh, hättest du mal besser geschlossen. Und hätte, hätte, Fahrradkette, von hätte kann man sich im Endeffekt nichts kaufen. Was der David eher macht, was ich aber im Kryptobereich auch eher mache, ist zu schauen, wie sieht der Chart quasi auf kleinerer Zeiteinheit aus. Wir sind jetzt hier in einem 10-Minuten-Chart. Das heißt, jede Kerze, die ihr seht, repräsentiert 10 Minuten. Und wenn ich mir das mal anschaue, dann wird der David zum Beispiel viel eher sagen, okay, ich sehe jetzt hier einen Breakout, also einen Ausbruch nach unten und ich sehe, dass der Markt möglicherweise hier ein tieferes Hoch macht und sehe, dass der Markt sich hier Liquidität gegriffen hat. Das heißt also, einige Trader auf die falsche Fährte gelockt, um dann doch in die andere Richtung zu rennen, dann wäre der David in dieser Bewegung hier unterwegs. Zeitspanne, eine Stunde, 14, Stunde 15, wie er es auch eben gesagt hat. Bei mir im Kryptomarkt, vor allem aber auch im Forex-Markt, sind es meistens Stunden bis Tage. Und ich denke, wenn ihr euch das Ganze so ein bisschen anschaut, Vertrauen dazu gewinnt und vor allem auch denkt, okay, ich will mich darauf mal einlassen, ich will mir das mal anschauen, dann kann es Sinn machen, das Kapital aufzuteilen in alle drei Bereiche, weil wenn einer krass performt, habt ihr da euer Geld drin. Wenn einer mal nicht so krass performt, habt ihr in zwei anderen das Geld drin, die das Ganze auftragen, die das Ganze auffangen können. Im besten Fall profitieren alle drei. Im schlechtesten Fall sind alle drei mal in einem Minus. Wir werden uns aber mit bestem Wissen und Gewissen, weil ich weiß, es hängen viele Leute dran, es hängt großes Geld dran und Leute, Adam hat es euch gesagt, wir sind jetzt auch in einer coolen Reportage in der im Sat ein Frühstücksfernsehen gekommen. Mega cool. Wir kommen aus harten Verhältnissen und wir wissen, wie hart Geld zu erwirtschaften ist. Meine Mutter hat mir immer gesagt, es ist schwierig, an andere Leute Geld zu kommen. Und damit hat sie recht. Und ich habe von Scheißjobs, also ich habe wirklich Toiletten sauber gemacht, ich habe auf dem Bau gearbeitet, neben der Schule, neben dem Studium. Ich weiß, wie hart ihr für euer Geld arbeitet. Und ich will nicht derjenige sein, der dafür sorgt, dass ihr das Geld verliert. Und das ist mein Anspruch an mich. Und dementsprechend würde ich auch sagen, was ist erstmal von meiner Seite aus. Danke euch fürs Zuhören hier. Und ich hoffe, dass ich nicht zu viel geredet habe und trotzdem irgendwo das Ganze auch nachhaltig dann für euch zusammenfassen konnte. Absolut, Mann. Ich glaube, das war sehr, sehr verständlich. Ihr habt es jetzt auch nochmal von den beiden gezeigt und erklärt bekommen, Leute. Und ich glaube, sowohl Dominik als auch David haben sehr, sehr transparent getan. Und ich kann euch eins sagen, und deswegen geht auch nochmal meine Empfehlung genau dahingehend an euch alle raus. Ihr könnt David unter dem Account, unter seinem Account auf Instagram folgen. Beide sind extrem transparent. Und ich würde sagen, ich kenne selber wirklich nicht so viele Leute, die so übelst aktiv sind auf Instagram wie ich. Aber Dominik ist auf jeden Fall einer von den Kandidaten, die jeden Tag extrem transparent und viele Storys hochladen. David inzwischen auch. Es sind keine Leute, die irgendeinen Scheiß posten, sondern wirklich viel mit Bezug auf das, was sie in ihrem Leben tun. Daher meine Empfehlung an euch, folgt den Jungs super, super gerne. Schaut euch das auch an. Und wir beginnen jetzt gleich einfach mit der Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Also, ich würde sagen, David, dass du, weil ich lese auch im Chat, dass viele direkt heute schon starten wollen und einfach ausprobieren möchten, dass du
das, wie du es mir erklärt hast, bitte auch einmal hier erklärst. Es war einfach, das ist simpel. Es gibt die Möglichkeit, jetzt das zu tun, was ich tue. Und der David, ja, soll euch das einfach, warte mal, du musst die Stummschaltung gleich einmal aufheben. Habe ich den Host? Ich habe gar nicht den Host, sehe ich gerade. Den hast du noch. Warte, ich hole mir den mal eben. So, Host zurückholen. So, ich habe den Host. David, du kannst jetzt genau die Stummschaltung gleich auch einmal aufgeben. Ich gebe dir den Host. Warum kannst du es so machen, wie du es mit mir gemacht hast, dass du den einfach genau das, also genau die Anleitung quasi mit den Zuschauern hier durchführst, die du mit mir durchgeführt hast? Ist das jetzt über Zoom möglich? Das ist gar kein Problem. Easy. Dann lass uns das so machen. Leute, ihr könnt, ich habe es mit meinem Handy getan. Ich würde euch allerdings empfehlen, euch auch gleichzeitig die Desktop-Version dann auf euer Handy zu packen, auf euer Laptop zu packen. Also ich nutze das Ganze einmal auf meinem Laptop, gleichzeitig aber auch hier auf meinem Handy. Und einige von euch fragen, wie heißen die Jungs auf Instagram? Also der Dominik, den findet ihr unter TradingDom. Also ich packe es euch mal kurz in den Chat hier, ganz kleiner Augenblick. Oder warte, ganz anders. Ich teile mit euch mal eben die Instagram-Accounts und die dazugehörigen Links. So. Trading Dom. So, da haben wir den Dominik. Das ist der erste Link. Hier. Das ist der erste Link. Alle im Meeting, da habt ihr ihn. Und dann jetzt nochmal den von David. Das ist David Franke. Beides, wie gesagt, extrem transparente Jungs. Machen kein Bullshit-Content. Und hier der Link von David. Perfekt. So, ja, jetzt würde ich vorschlagen, starten wir eigentlich auch schon. Ihr könnt jetzt eure Handys rausholen, welche App notwendig ist, wie ihr euch anmeldet. Da führt euch jetzt einmal der David für seine Performance durch. Und das Gleiche macht der Dominik dann gleich auch. So, brauchst du den Host? Ja, ich würde einmal was freigeben. So. Und ich muss noch die Sachen dann hier auch in den Chat schreiben. Jetzt hast du den Host. Genau. Eine Sache ist noch ganz kurz wichtig. Ich glaube, es sollte mittlerweile in jedem bekannt sein, aber ganz, ganz wichtig ist quasi, wenn ihr uns auf Instagram folgen möchtet, es werden euch innerhalb der nächsten paar Tage, paar Wochen, paar Monate sehr, sehr viele Fake-Accounts hinzufügen. Das werden 20 bis 50 bis 100 Fake-Accounts sein. Eine Sache garantiere ich euch oder garantieren wir euch, wir würden euch niemals anschreiben. Niemals. Keine Chance, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil da kommen Angebote, die kommen in unserem Namen, weil die Leute uns vertrauen und sagen dann hier in bist ja ein Bitcoin morgen Milliardär. So, bitte auch unbedingt aufpassen. Das ist noch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es sollte mittlerweile jedem bekannt sein. Nichtsdestotrotz, jetzt ist es einmal gesagt. So, ich poste euch jetzt hier einmal kurz in den Chat. Wenn ich das schaffe. Ich weiß nicht, warum mir das gerade nicht kopiert. Ich glaube, die Nachricht ist zu lang. Wir machen es dann anders. So, fangen wir erstmal an mit Punkt Nummer 1. Genau, also, ich würde euch einmal bitten, den Link, den ich jetzt für jeden, der dabei sein möchte, den Link, den ich gepostet habe, den einmal zu öffnen. So, ich werde dann hier einmal meinen Bildschirm freigeben. Ich sehe noch gar keinen Link, Mann. Warte. Weiß nicht, ob die anderen was sehen, also ich sehe es nicht. Ich sehe keinen Link. Warte mal, Direct Message to Everyone Meeting.
Ja, genau. So. Ich weiß nicht, warum der dann immer irgendwie jemanden anderen auswählt. Moment mal. Ach, weil immer die letzte Nachricht, die ich bekomme, schreibt mir mal kurz keine Nachricht. Die letzte Nachricht, die ich bekomme, dann will der irgendwie direkt dieser Person antworten. Ich verstehe es nicht. Jetzt. Jetzt ist er da. Ja. Okay, sehr gut. Perfekt. Genau, also einmal diesen Link öffnen, dann werde ich jetzt hier meinen Bildschirm gemeinsam mit euch teilen. Ich habe den Link jetzt einmal kopiert. Ich werde ihn hier einfügen. Und wenn wir den Link geöffnet haben, dann habt ihr hier das Fenster mit Open an Account. Da geht ihr einmal drauf. Dann werden wir hier einmal eure Daten eintragen. Ich mache jetzt hier einfach nur irgendein Fake rein. Ich meine Telefonnummer. Ganz wichtig, wenn ich hier unten jetzt, do you want to stay? Stay on RoboForex Website ist ganz, ganz wichtig, ja? Ganz, ganz wichtig. So, ich gebe euch ein paar Sekunden, eine Minute, bis ihr das hier alles ausgefüllt habt. Und dann gehen wir in den nächsten Schritt. Perfekt. Wenn das erledigt ist, dann hier die drei Haken einmal setzen. Den letzten braucht ihr nicht zu setzen. Der ist quasi nur für E-Mails. Die braucht ihr alle nicht. So, wenn das erledigt ist, haben wir den ersten Schritt schon mal erledigt und ihr kriegt gerade im gleichen Zuge die Zugangsdaten für RoboForex.com. Ja, das ist die Members Area, euer Backoffice quasi, kriegt ihr sofort per E-Mail zugeschickt. Denn ihr kriegt ein random Passwort zugeteilt, ja. Das heißt, ihr habt ja jetzt noch kein Passwort festgelegt, sondern die E-Mail-Adresse plus das random Passwort. Damit könnt ihr euch einloggen und das könnt ihr im Nachgang in eurem Account auch ändern. So, wenn das erledigt ist, geht ihr hier einmal oben links auf den Punkt Accounts. Wenn ihr vom Handy eingeloggt seid, dann findet ihr ganz oben links quasi diese drei Balken. Damit öffnet ihr einmal das Menü, dann Konten oder Accounts. Und dann einmal auf Real Account klicken. Ja, zu Deutsch steht da Handelskonto. So, wenn ihr das angeklickt habt, dann ist hier an sich alles schon richtig voreingestellt, bis auf Currency. Currency würde ich euch empfehlen, auf die Währung zu ändern von eurem Land. Wenn ihr aus der Dachregion kommt, auf jeden Fall Euro verwenden und dann den Rest hier so lassen. Und dann nehmt ihr einfach ein Passwort, was ihr euch zuteilt. In diesem Falle legt ihr ein Passwort fest. Das ist dann für den Trading-Account. So, und ganz, ganz wichtig, unter dem Fenster Affiliate-Code trägt ihr OMTQ ein. Ich werde das hier weiter so laufen lassen. Die Postleitzahl von Berlin ist ja egal. Genau. Einmal alles ausfüllen. Hier oben 1:1, wie ich jetzt hier nachgemacht habe. Passwort legt ihr euch selber fest. Und hier unten trägt ihr dann einmal eure Adresse ein. Ja, ich lasse das jetzt hier so offen, damit ihr, weil das ist ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt quasi das Handelskonto, welches benutzt wird, um sich an mich oder auch an den Dominik zu koppeln. Und die Einstellungen müssen 1:1 so drauf sein. Wenn irgendetwas anders ist, kann es zu komplett und wird es zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Deswegen ist dieser Punkt besonders wichtig. Deswegen lasse ich den jetzt hier noch eine Minute so offen. So, ich kriege jetzt hier gerade schon das Feedback, 1 zu 1000 geht nicht in Deutschland. Da ist ein Punkt, wie anfangs angesprochen, falsch ausgewählt worden, Robo Forex auszuwählen und nicht auf Robo Markets zu wechseln.
Deswegen wirst du den Hebel nicht finden, weil du bei dem deutschen regulierten Broker dabei bist, der erstens kein Copy Trading anbietet und zweitens nach deutschem Recht geregelt ist, also ein Hebel von 1 zu 30 maximal liefert. Und du musst nochmal leider Gottes komplett zurückgehen, nochmal auf den ersten Link klicken, dann auf Trading Account öffnen, also Account Open und dann ganz wichtig RoboForex. RoboForex. Account ist nicht kostenpflichtig, ist komplett umsonst. Sich anzumelden, zu registrieren, etc. frei von jeglichen Kosten. Ich habe die Login-Seite verpasst. Welche Felder muss ich zustimmen? Die ersten drei Haken setzen, den letzten kannst du freilassen. Irgendwie kann ich nicht 1 zu 1000. Leute, ganz, ganz wichtig, zuhören. RoboForex auswählen. Deswegen ist es nicht möglich. Das bedeutet, nochmal in den Link draufklicken, Account öffnen, RoboForex auswählen. Bitte Link nochmal rein. Einfach ein bisschen hochscrollen, dann müsste ich hier eigentlich im Chat drin sein, ansonsten versuche ich es, ja, sobald eine neue Nachricht reinkommt, ich weiß nicht warum, will der automatisch, dass ich es nur an diese Person sende. Oh nein. So, ja, jetzt ist der da. Immer der Link. Genau. Kann es sein, dass keine E-Mail kommt mit den Datenbestätigungen? Kann nicht sein. Die kommt auf jeden Fall. Spam-Ordner checken. Die eigene Adresse eingeben. Ganz, ganz wichtig, die korrekten Daten eintragen. Es handelt sich hier um einen richtigen Broker-Account. Das heißt, der muss im Nachgang nach der Einrichtung, nach der Einzahlung verifiziert werden, mit, um Auszahlungen möglich werden zu lassen. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Kann man auch negativ ins Minus kommen? Nein, du kannst maximal das Kapital verlieren, was auf der Plattform drauf liegt, wenn der Trade auch mal schneller gegen uns laufen sollte und wir nicht genug Kapital auf dem Account haben. Es gibt keine Nachschusspflicht, ganz wichtig. Adam, wie viele offene Trades hast du derzeit im Minus? Ganz, ganz wichtig, wie ich gesagt habe, ich bin Intraday-Scalper. Der Adam wird keinen einzigen offenen Trade haben. Das heißt, die Performance, die du gesehen hast, ist alle geschlossenen Trades und alle offenen Trades inklusive, weil leider gibt es im Copy-Trading auch, und das ist eine geile Frage, sehr viele schwarze Schafe, die machen dir 1.000 Euro Profit, haben aber noch 1.000 Euro offene Minusposition. Das wird es bei uns nicht geben. Intraday-Scalping bedeutet für mich, ich öffne den Trade an dem gleichen Tag und schließe ihn an dem gleichen Tag. Wie hoch ist die Einlagensicherung? 20.000. Ich komme nicht auf die Seite, die du teilst. Alle anderen schaffen es. Du musst einfach nur den Link, nimm einen anderen Webbrowser. Ich weiß nicht, woran das gehen könnte. Stay on RoboForex, richtig? Genau, genau. Dadurch habe ich bei Naga 6.000 Euro verloren. Ich weiß, bei Naga ist es leider ekelhaft, ja, was diesbezüglich, weil die offenen Positionen werden nicht in die Statistik mit einbezogen. Okay, Leute, jetzt kommen ganz, ganz viele Fragen noch allgemein zum Copy Trading, die wir schon geklärt haben, wahrscheinlich, weil du ein bisschen später dabei bist. Wir konzentrieren uns jetzt hier erst einmal auf die Einrichtung, wenn das für alle in Ordnung ist. Ich denke, bis zu diesem Punkt sollte jetzt jeder gekommen sein. Ersten Link angeklickt, dann auf Open Account gegangen, alle Daten korrekt eingetragen, die ersten drei Haken gesetzt, den letzten freigelassen, auf RoboForex geblieben. Nachdem das erledigt worden ist, wirst du auf dieser Seite landen, dann gehst du auf Accounts, gehst auf Real Account und trägst hier alle Sachen so ein, wie es gerade hier die ganze Zeit stand. Ich werde das noch einmal wiederholen, damit wir wirklich jeden abholen, weil ich das Feedback bekommen habe. Es ist zu schnell gegangen. So, hier gibst du alles ein. So, wenn das erledigt ist und du hier auch noch Euro hast, das sind die Einstellungen,
Ich habe alle Haken gemacht, was nun gar kein Problem. Dann kriegst du halt ein paar E-Mails, kannst du im Nachgang wieder abbestellen. So, dann gehst du auf Confirm und somit haben wir jetzt in dem Trading, in dem Broker-Account ein Trading-Konto erstellt. Hier siehst du einmal den Server, hier siehst du einmal die Account-Nummer, hier siehst du dann Passwort und damit sind wir soweit erstmal durch. Der nächste Schritt ist, du musst hier auf den Punkt Funds gehen oder Fonds zu Deutsch, je nachdem, wie du es eingestellt hast. Und dann auf diesen Punkt, Deposit Funds. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal, damit du die Möglichkeit hast, dich zu koppeln, Geld auf den Account einzahlen. Dafür gehst du auf Funds, Deposit Funds. So. Wenn du hier dann auf der Seite gelandet bist, hast du deinen Trading-Account hier oben eingezeigt, da nichts dran ändern. Und jetzt, je nachdem von welchem Land aus du dich registriert hast, hast du verschiedene Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten. Ja? Du kannst hier entweder sowas wie Sofort oder Giropay nehmen, wo du über Online-Banking bezahlst. Dann hast du auch ADV-Cash mit dabei für den einen oder anderen, der das hat. Dann ganz normal über Kreditkarten kannst du einzahlen. Oder am allereinfachsten, wenn du Apple Pay-User bist, kannst du auf Apple Pay gehen, beispielsweise, und kannst dann hier, ganz wichtig, auf No Bonus, das ist voreingestellt, das bleibt bitte so, kannst du hier den Betrag eintragen, den du investieren möchtest. Das heißt, in dem Falle zum Beispiel 1.000 und dann wählst du die Währung aus, Euro. Ja, jetzt habe ich hier Apple Pay gemacht, habe auf keinen Bonus den Betrag, den ich investieren möchte, auf die Währung, die ich investieren möchte, geklickt und dann kannst du auf Deposit Funds. Ich mache es jetzt mal einfach zum Beispiel mit Visa und Mastercard. So, und da muss jetzt einfach jeder die Einzahlungsmethode wählen, die für seinen Account passt. Ja, und wenn das dann erledigt ist, hier kannst du jetzt natürlich alles eintragen, etc. Ja, dann kannst du die Einzahlung hier vornehmen. So, ich denke mal, das Ganze wird jetzt erstmal locker 5 Minuten dauern, damit hier jeder das Ganze hat. Und in der Zeit versuche ich, ein paar Fragen zu beantworten, aber es sind echt viele Leute. Die verschwinden so schnell, kann ich gar nicht gucken. Der nimmt meine Adresse nicht an. Es sind nur sowas wie Ü zum Beispiel oder scharfes S nimmt er nicht. Das heißt, bei Straße beispielsweise machst du ein Doppel-S draus, bei Müller machst du ein UE draus. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst nimmt er das nicht an. Das ist halt quasi amerikanische Schreibweise. Ist live richtig oder nur real? Es kommt auf die Sprache an. Das wird genau an derselben Stelle sein. Genau, real und live sind in dem Falle das gleiche. Kann man auch später noch einzahlen. Kann man auch später auch noch einzahlen, damit alles funktioniert. Ja, du kannst nur halt dich jetzt nicht ankoppeln, wenn du noch nicht eingezahlt hast. Dementsprechend können wir den Vorgang nicht komplettieren, ohne dass das Geld auf dem Account drauf ist, weil ansonsten kannst du dich nicht koppeln. Auf der Webseite stand, es gibt PayPal, wieso sehe ich das nicht? Es kommt immer auf das Land an. Dann haben die die bestimmten Regularien nicht erfüllt in Deutschland, um PayPal beispielsweise als Zahlungsmethode auswählen zu können. Aber es gibt genug und jeder sollte eine Einzahlungsmethode finden. In der App steht nur, dass ich 1:30 als Hebel anwenden soll. Soll ich das im Internet machen? Auf jeden Fall. Hatte der Erdem, glaube ich, am Anfang angesprochen. Ganz normal im Webbrowser machen. So, für ein paar Leute, die jetzt nicht mitgekommen sind, ist ja kein Problem. Erdem wird im Nachgang an den Call irgendwo die Aufzeichnung für euch zur Verfügung stellen und dann könnt ihr das so langsam durchgehen, wie es für euch passt. Pausieren, ganz in Ruhe machen, gar kein Stress. Wir haben sonst auch, ganz kurz reinhaken, wir haben sonst auch Anleitungen, die wir danach halt auch gerne zur Verfügung stellen. Also wir würden die dem Erdem dann zukommen lassen und er kann das dann einfach in den Gruppen teilen. Wir haben für
Quasi das RoboForex Copy Trading haben wir eine schriftliche Anleitung und für das BitGet Copy Trading sowohl schriftlich wie halt auch per Video. Und im Nachgang kannst du das dann auch nochmal ganz entspannt machen. Ja. Wenn du eine Position öffnest und 1% Gewinn machst, gleichzeitig auch ich eine Position öffne und ebenfalls 1% oder sogar mehr Gewinne mache, zahle ich 30% für beide Positionen oder nur für deine. Ganz wichtig, diese 30% gehen nur auf meine Trades. Die werden strikt von deinen eigenen getrennt. Wieso werden bei mir zwei Konten angezeigt? Das ist normal. Das allererste Konto, das wird automatisch erstellt, wenn du den Account erstellst. Und das zweite haben wir gerade manuell erstellt. Wir haben das manuell erstellt, um einfach sicher zu gehen, dass genau die richtigen Einstellungen vorgenommen worden sind. Ich lande auf RoboMarkets. Warum? Einmal Cash-Ordner lernen, weil du wahrscheinlich am Anfang auf RoboMarkets geklickt hast, anstatt auf RoboForex. Dann einmal hier diese Cookies oder so, wie das heißt, in deinem Browser lernen, anderen Browser verwenden, nochmal auf den ersten Link draufklicken und dann im Endeffekt das Ganze über RoboForex machen. Steuern in Deutschland habe ich gar keine Ahnung. Ich lebe seit 4 Jahren in Dubai und zu Steuern gebe ich überhaupt gar keine Auskunft. Da muss sich jeder, wie der Erdem auch gesagt hat, selber schlau machen. Kann man auch später noch einzahlen? Ja, kann man. Einzahlung noch nicht möglich, da nicht verifiziert. Das kommt auf deine Einzahlungsmethode drauf an. Einige Einzahlungsmethoden, wie zum Beispiel Kryptobedarf, bedürfen erst einmal einer Verifizierung. Die meisten Einzahlungen benötigen diese Verifizierung aber nicht, sondern benötigen die Verifizierung lediglich für Auszahlungen. Kann man das aus der Türkei auch machen? Mit Sicherheit. Das ist eigentlich fast in allen Ländern verfügbar. Es sind nur wenige Ausnahmen. Warum geht der Affiliate-Code nicht? Der Affiliate-Code, ich kann das hier nochmal, im Endeffekt, sorry, ich kann das ja hier offen lassen. Ich glaube, ihr seht das. Das heißt, die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so weit sind, die finden jetzt hier sogar noch die Anleitung. Der Affiliate-Code ist OMTQ, alles groß geschrieben. OMTQ, Otto, Martha, Theodor, Qualle. Ja. So, genau. Also das kann man einfach folgen. In der Zeit mache ich hier einfach mit den Fragen weiter. Hab noch keine E-Mail bekommen, Spam-Ordner checken. Der Call wird gespeichert und du kannst dir alles in Ruhe anschauen. Wie kann denn über normale Überweisung einzahlen? Ich glaube, dafür gibt es auch eine Option. Das dauert aber dann natürlich ein paar Tage. Ne? Das heißt, wenn du jetzt hier drauf gehst, du gehst, glaube ich, auf Banktransfer, wenn ich mich nicht täusche, gibst hier dann beispielsweise deinen Betrag ein und wenn ich mich nicht ganz täusche, ja, okay, dafür ist die, für den Banktransfer ist die Verifikation auf jeden Fall notwendig. Wenn du das erledigt hast, ja, dann kommt hier eine IBAN, der Name der Bank, etc. und der Verwendungszweck und dann kannst du das Geld dort einfach hinüberweisen. Kannst du erst alles morgen machen? Ja, kannst du. Kannst du Geldeinzahlung wiederholen, bitte? Ja, einfach auf Funds und auf Deposit Funds. Und von hier aus dann einfach eine Einzahlungsmethode auswählen. No Bonus. Hier den Betrag eintragen, hier die Währung auswählen und dann fortfahren. Gibt es eine Mindestsumme, die man einzahlen muss? Das Ganze ist erst koppelbar ab $100 oder 100 Euro. Möglich, euch das Geld zu senden, das ist für mich als unternehmerische Tätigkeit Geld. Nein, wir selber nehmen kein Geld an und das ist halt auch das Gute dabei. In Anführungsstrichen, du hast deinen eigenen Account. Ich will mit deinem Geld zu keiner Sekunde in Berührung stehen. Das ist eine sehr coole Sache generell bei Copy Trading. Also klar, wie gesagt, in der Trading-Szene und im Copy Trading ist das halt immer eine Geschichte für sich. Das liegt aber an den Scharlatanen dahinter und nicht am eigentlichen System, weil im Prinzip hilft dir das System, in Echtzeit transparent alles zu sehen. Wir empfehlen es nicht, aber
wenn wir Positionen öffnen, dann werden die automatisch auf deinen Account übertragen. Und du kannst sogar, wenn du meinst, es besser zu wissen oder in dem Augenblick besser zu können, kannst du sogar die Positionen, die wir geöffnet haben, schließen. Und das ist eine Sache, du hast 24/7 so gesehen, hast du in Realtime komplett alles offen und du siehst, was wir machen. Wir empfehlen, dass wir entsprechend durch unser Management das Ganze übernehmen, aber ich sage mal so, im Zweifel könntest du sogar eingreifen, was dieses Investmentsystem ziemlich extrem macht und ziemlich transparent macht und ziemlich offen macht halt einfach, ne? So, okay. Ich denke mal, soweit hat jetzt jeder genug Zeit bekommen. Falls nicht, wie gesagt, in der Aufzeichnung nochmal anschauen. So, der letzte Schritt wird sein, ihr müsst jetzt einmal diesen Link öffnen. Ja, den habe ich jetzt reingestellt. Den Link öffnet ihr. Dann kommt ihr hier auf meinen DAX Copy Trading Account. Und wenn du Geld auf deinem Account hast, hier steht jetzt zum Beispiel, your account equity is less than minimum deposit which set by the trader. Also deine Einzahl, also mindestens $100 muss drauf sein. Wenn du die nicht drauf hast, erscheint das hier. Wenn du jetzt aber schon Geld eingezahlt hast, steht hier ein blauer Button mit, weiß ich nicht mehr, was da ganz genau steht. Aber ist hier dann auf jeden Fall ein blauer Button und damit kannst du dann einmal da draufklicken. Ah, okay, danke für die Info, da steht Trader abonnieren, ist ein blauer Button, da kannst du draufklicken. Dann fragt dich, ob du sicher bist, dann drückst du auf Ja und dann nichts mehr verändern. Ja, es sei denn, du möchtest das, aber dann ist es automatisch auf dem proportionalen Copying-Mode eingestellt. Das heißt, mach ich einen Prozentgewinn, mach ich einen Prozentverlust, machst du einen Prozentgewinn oder auch Verlust. Leute, wenn das so schnell gegangen ist, wie gesagt, die Aufzeichnung wird im Nachgang irgendwo zur Verfügung stehen und dann könnt ihr das komplett in eurem Tempo machen. Klassischer Bonus oder Profit, gar kein Bonus. Gar kein Bonus bei der Einzahlung. Ganz, ganz wichtig. Damit steigert sich dein Risiko enorm. Mit der Aufzeichnung kann man nicht auf den Link klicken. Guter Punkt, aber die Links wird der Erdem auch zur Verfügung stellen. So, genau, nichts mehr einstellen danach. Wenn man hier auf Trader abonnieren geklickt hat, auf Ja, dann nichts mehr einstellen, dann passt das Ganze. Genau, Trader abonnieren, blauer Button, draufklicken, fertig. Ja, das ist der erste Copy Trading Account, das ist meiner. So, jetzt hast du zusätzlich die Möglichkeit noch, ich schicke den Link auch rein, das ist der zweite. Das hier ist der Copy Trading Account von Dominik. Hier das gleiche Spiel, du kommst hier drauf und hier ist wieder ein blauer Button. Wenn du auch das kopieren möchtest, gehst du hier auf Trader abonnieren, kannst auf Ja klicken und dann hast du auch diesen Account kopiert. Dann kriegst du zwei Performances auf einem Account. So, ansonsten glaube ich, bin ich soweit mit der Anleitung durch. Ich hoffe, das Ganze war verständlich. Es ist logisch, dass wir das nicht alle gemeinsam hinkriegen, aber dafür gibt es ja dann im Endeffekt die Aufzeichnung. David, jetzt kurze Frage an dich. Hast du vielleicht die Möglichkeit, dich mit deinem BitGet-Account anzumelden, weil du ja quasi nicht mir als Copy-Account folgst und ich kann dir dann halt einfach live sagen, wo du draufklicken musst, um das Ganze ein bisschen anschaulich zu machen? Ja, ich weiß jetzt meine BitGet-Daten gar nicht auswendig, aber irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Das wäre super. Oder ich schicke dir die eben. Ja, warte. Ich glaube, vielleicht wäre es besser, wenn du dich anmelden könntest, weil dann kann ich dir das erklären und dann können wir das genau so dann Schritt für Schritt machen. Wenn oder nimm halt direkt jemanden aus dem Call. Oder so. Wer auch immer bei BitGet schon registriert ist, genau, das ist natürlich auch super. Aber hast du keinen Link, Adam? Was, ob ich was habe? Ein Link von BitGet? Doch, genau. Der allererste Link, der kommt von Adam, genau. Aber dann können wir ja darauf aufbauen. Mir geht es halt um diesen Verknüpfungsschritt quasi.
So, ich bin registriert bei BitGet, aber wir brauchen jemanden, der noch nicht registriert ist bei BitGet und der das jetzt live machen würde. Aber gut, dann siehst du all die Daten. Das macht eigentlich kaum Sinn, um ehrlich zu sein. Nee, ich würde einfach sagen, der allererste Schritt quasi, also jetzt geht es um das BitGet Copy Trading. Und immer wenn wir vom BitGet Copy Trading sprechen, dann meinen wir das Krypto Copy Trading, wo wir ganz wichtig nicht einfach kaufen und halten, sondern halt wirklich auf die Bewegungen dieser Coins spekulieren. Wenn es nach oben geht, versuchen wir nach oben mit zu sein. Geht es nach unten, versuchen wir nach unten dabei zu sein. Und der Kopplungsprozess, der ist ein bisschen anders, aber irgendwo auch simpler. Das allererste, was ihr da bitte machen solltet, ist euch für die BitGet-Plattform, wenn es noch nicht geschehen, registrieren. Und da würde ich den Erdem mal bitten, deinen Link, Habe ich den Erdem, Link? Wo habe ich den? Den müsstest du entweder von Konrad mal bekommen haben oder den Moment. Ich gehe mal rein. Ansonsten kannst du auch quasi, wenn du dich auf BitGet anmeldest, Moment, also wenn du quasi auf der Homepage bist, Also ich bin in der App jetzt. genau, perfekt, dann müsstest du theoretisch auch da Invite Friends finden oder Freunde einladen. Quasi oben in dieser, wo diese Ja. kleinen Tabs sind, genau. Super, und da müsstest du einfach dann deinen Link unten verwenden, den zweiten, nicht den Code, sondern den Link. Und eine ganz wichtige Sache für euch Leute, das ist ein Referral-Link, den wir verwenden, und das hat einen Grund. Referral-Links haben ebenfalls in der Trading-Szene einen faden Beigeschmack, weil man halt immer sagt, ja, dann verdient ja da jemand dran. Ich möchte euch eine Sache sagen, dadurch, dass wir ein hohes Handelsvolumen bei BitGet mittlerweile haben, haben wir Sonderkonditionen. Und wo immer ihr auf einer Exchange oder auf einer Plattform handelt, zahlt ihr immer Gebühren. Das ist so, weil die Broker wollen auch Geld machen. Die haben nichts zu verschenken. Und durch so einen Referral-Link, der zum Beispiel jetzt durch Erdem auch zustande kommt, kriegt ihr bessere Gebühren. Und bessere Gebühren ist für uns im Copy Trading extrem sinnvoll und extrem gut, weil wir dann einfach weniger Gebühren zahlen und dadurch ein bisschen mehr Profit pro Trade bekommen. Und das ist eine Sache, die ihr sowieso zahlt. Also diese Kommission, die zahlt ihr sowieso an die Exchange. Das ist der einzige Vorteil ist, dass der Adam quasi dann dadurch ein bisschen was abbekommt, aber ihr dadurch, weil der Adam euch gebracht hat und er quasi auch ihr seine Community seid und Adam, genauso wie wir mittlerweile auch ein gutes Standing haben bei BitGet, bessere Konditionen bekommt. Und deswegen wäre Ich jetzt habe so der den Link jetzt erste. gerade reingepackt, da Dominik, der Perfekt. Link ist drin. Den Link anklicken, um auch die bevorzugten Konditionen mitzunehmen. Und Genau. dann führt euch der Dominik jetzt weiter durch. Genau. Das ist ganz Ich wichtig, dass bin ihr jetzt euch. eingeloggt. Sehr gut. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch über diesen Account quasi registriert. Wir können mal eine Minute kurz warten. Ihr könnt euch registrieren. Ihr braucht euch noch nicht zu verifizieren. Ist aber ganz einfach auch gemacht. Nehmt dafür einfach euren Reisepass oder eure ID quasi, euren Pass. Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort heißt für ID. Ist mir gerade entfallen, aber Personalausweis. genau, Personalausweis, genau. Scheiße. Genau, der Perso, genau. Die Gebühren sind, ich kann es dir nicht genau sagen, wie hoch die Gebühren sind, aber ich glaube, es gibt eine Maker- und eine Taker-Gebühr, das heißt also, was du machst und was du nimmst. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass BitGet zu den Besten gehört. Ich meine, es sind so, wenn du einen ganzen Bitcoin handelst, liegen die Gebühren, die waren so, FTX war ja auch gut, muss man ja leider sagen, Richtung 72, $73. BitGet liegt so bei unter $70 und mit dem Link von Adam geht es sogar noch ein bisschen weiter nach unten. Kann man insgesamt bei allen Möglichkeiten mehr verlieren, als man einzahlt? Niemals. Das ist eine geile Frage und extrem wichtig. Ihr könnt maximal das verlieren, was ihr einzahlt. Es gibt keine Nachschusspflicht und auf gar keinen Fall. Aber auch da ist es gut, dass ihr euch dessen Risiko bewusst seid, aber gut ist halt auch zu wissen, wir werden unser Möglichstes geben, dass es nicht so weit kommt, ganz klar. Genau, also registriert euch über Adams Link, das ist wichtig, damit das Copy Trading, damit ihr die gleichen Ergebnisse bekommt wie wir auch. Und dann könnt ihr kurz eure Daten eintragen, verifizieren könnt ihr euch im Nachhinein. Super entspannt, super gut und sehr gut, danke fürs Recherchieren.
Wichtige Sache auch noch, wann immer ihr Fragen quasi oder wann immer was Wichtiges ist, wir sind bei BitGet, wir sind sehr, sehr nach oben vernetzt. Das heißt, wenn wirklich mal irgendwo, sorry to say, der Arsch brennt, könnt ihr Bescheid geben. Kann man bei BitGet mit Krypto bezahlen und werden die Gewinne in Krypto ausbezahlt? Yes. Genau, Karim. Ihr könnt nicht mit Cash einzahlen und das ist was Gutes, weil BitGet euer Geld nicht verwaltet. Also natürlich, BitGet hat auch da seinen Bestand, aber BitGet ist nur für den Handel bekannt und BitGet ist die größte Plattform in Asien für diese sogenannten Futures, für diese Handelsobjekte. Und deswegen hat BitGet wenig Interesse daran, dass ihr da riesengroße Bestände haltet oder Dollar einzahlt, sondern ihr könnt zum Beispiel auf Bitpanda oder irgendwo könnt ihr das mit Euros oder mit Dollars könnt ihr USDT kaufen und die USDT schickt ihr rüber auf BitGet. Und BitGet ist extrem schön gemacht, weil es halt einfach aussieht wie Binance und das easy ist. Sobald ihr euch in 2-3 Minuten damit beschäftigt, passt das. Ich glaube, du kannst sogar mit Euro einzahlen, Bro. Super, umso aber besser. Die nehmen schon hässliche Gebühren. Super, super, perfekt. Ja, genau, deswegen guckt, dass ihr da die Gebühren spart und beim Auszahlen zahlt euch das auf irgendeine Exchange aus, wo ihr die dann günstig runterziehen könnt, genau. Ich habe schon einen Account bei BitGet, kann ich den noch von Erde nutzen? Stefan, da würde ich empfehlen, macht ihr vielleicht besser mit einer zweiten E-Mail den Account und im Nachhinein versuchen, das über den Support dann zu ändern. Bestehendes BitGet-Konto auch möglich zu verwenden? Möglich ja. Theoretisch, praktisch werdet ihr dann aber andere Ergebnisse bekommen. So, das sind Gebühren, die ihr mehr zahlt quasi. Tradet ihr persönlich? Ja, yes, wir traden persönlich, genau. Steuerlich aus, wo kann man die Dokumente herunterladen, Mohammed? Sehr gute Frage. Du kriegst quasi auch da eine Aufstellung, die du bei allen gemachten Trades sehen kannst und dann kriegst du auch eine P&L, Profit and Loss Übersicht und die kannst du dir dann runterladen und dann Steuerberater, Steuerberaterin für die, genau, Märchensteuer. Das sind so viele Infos, geht alles schnell, glaube ich. Wir werden aber gerne das Ganze per Aufzeichnung danach auch freigeben und haben Anleitungen. Ja, gerne so viel mitnehmen, wie es geht und dann im Zweifel einfach nachher oder morgen früh in Ruhe hinsetzen, das Ganze nochmal durchmachen. Also, perfekt. David, würdest du einmal gerne deinen Bildschirm teilen? Ja, ich brauche Host. Sehr gerne. Adam, hast du Bock? Sekunde. Ja. Genau, man kann barisch, man kann immer... Du hast den Host. Dominik, du hast den Host. Oh, sorry, Moment. Teilnehmer. Ah, du hast eine Zahl, David, meine ich. Bei dir. Was? Nee. Hier ich oben. Da, Host erstellen. Perfekt. Okay, jetzt ist Erdem erstmal wieder und jetzt kann Erdem... Achso, warte, jetzt kann ich dich, ja. Perfekt. Macht euch keine Sorgen, genau, wenn das ganz kompliziert ist, nehmt das mit, was ihr mitnehmen könnt und im Zweifel werden wir dann das per Aufzeichnung hinbekommen. Super, wir befinden uns jetzt in so einer Gesamtübersicht von David. David ist quasi, wir machen das generell so bei uns, wir teilen, also wir verwalten alles gemeinsam. Das heißt also auch da, diesen Copy-Account, den ich verwende, auch da hat David halt entsprechend vollen Zugriff drauf, weil wir entsprechend eine Einheit sind. Ihr werdet niemals zu einer Zeit feststellen, wo David und ich nicht eine Einheit sind. Und das vielleicht auch nochmal für euch, dass das Ganze gewissenhaft abläuft. So, genau. Dann, David, würde ich dich bitten, oben in den Reitern einmal auf Copy Trading zu klicken. Perfekt. Und dann kannst du, wenn sich dieses Dropdown-Menü öffnet, auf Futures Copy Trading gehen. Genau. Futures sind Handelsderivate, die Bitcoin abbilden in ihrer Bewegung. Sehr gut. Und dann kriegst du da quasi eine Übersicht von ganz vielen Tradern, von ganz vielen Sachen. Und da aufpassen, genau das Gleiche wie bei RoboForex. Es gibt viele Trader, es gibt aber nicht viele gute Trader. Und es gibt gute Trader, die in 3 Monaten nicht mehr da sind. Dann macht der David schon den nächsten Schritt. In der Suchleiste einfach mal Trading-Dom eingeben. Da komme ich schon unten rechts. Genau, da bin ich. Und dann auf Copy Now gehen. Wunderbar. Dann kommt ein Agreement, quasi das sehr, sehr gerne mal durchlesen. Da geht es im Endeffekt darum, dass BitGet halt sagt, ja, Risiko-Disclaimer und hier und da technisch angebunden, Copy-Trade, wo das ausgeführt wird und so weiter, sollte bekannt sein. Perfekt. Dann, genau, bleibt mal da ganz kurz gerne, David. Kommt die Übersicht. Wir kriegen 10% von deinem Gewinn. Das ist das Maximum quasi. Wir können nicht mehr von dir nehmen. Ist aber auch in dem Sinne, denke ich mal, fair. Und
unten kriegt ihr so eine kleine Kachelübersicht über all diese Paare, die kopiert werden können. Und da lasst ihr alles einfach so. Das ist bei BitGet, da ist das ein bisschen einfacher gemacht. Einfach alles so lassen. Und da habt ihr unten bei Margin Mode quasi, klickt ihr da einmal quasi drauf, rechts auf diesen kleinen Dropdown, rechts oben drüber. Genau, auf dieses kleine Dropdown-Menü. Und da geht ihr auf Multiplier. Weil Multiplier erlaubt euch, und das ist ganz wichtig, genau das, was wir bei RoboForex haben. Ich empfehle definitiv, nochmal das Dropdown-Menü öffnen, genau, danke, niemals Fixed Amount zu nehmen. Weil Fixed Amount bedeutet für euch, ihr riskiert immer den gleichen Betrag pro Trade. Mache ich aber nicht, Leute. Manchmal handle ich bei einem unwahrscheinlicheren Setup 0,05 Bitcoin als erste Positionsgröße, manchmal 0,2. Je nachdem, wie das Setup mit dem Risiko der Chance übereinstimmt. Und ihr werdet sehen, ich werde meinen Einstieg sehr, sehr häufig aufteilen. Wenn der Markt zum Beispiel hochrennt und ich davon überzeugt bin, dass ich auf fallende Kurse spekulieren möchte, dann fange ich mit kleinen Positionen an, mich in den Markt reinzuhandeln. Und deswegen brauchen wir den Multiplier, damit ihr 1:1 die gleichen Positionen bekommt. Auf den Multiplier drauf, dann könnt ihr oben alles eingeben. Und ich empfehle euch, 1 zu wählen. Dann kriegt ihr die gleichen Ergebnisse, die ich habe. Und das ist super. Ihr könnt, wenn ihr sagt, okay, der Typ macht $179 Profit in 3 Wochen. Ich bin mir des Risikos bewusst, weil ich auch sehe, dass der Typ Minus-Trades hat, die manchmal auch $50, $60 im Minus sind. Kann ich meinen Multiplier auf 2 stellen? Dann macht ihr doppelt so viel Profit, aber auch doppelt so viel Minus. Und achtet bitte immer darauf, dass das Ganze im Verhältnis zu eurer Position, zu eurem Kontostand steht. Erinnert euch gerne, ich habe diesen Master-Account von 5.000 USDT. Bedeutet, wenn ich $100 Profit mache, steht mein Account bei 5.100 USDT. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel meinen Account mit $200 folgt und wir $100 Minus machen, dann wäre ich bei $4.900. Und wenn du jetzt von $200 $100 Minus machst, aber vorher den Faktor mal 2 ausgesucht hast, dann würdest du $200 Minus machen und dann wäre dein Futures-Account leer. Das heißt also, orientiert euch so ein bisschen daran und sagt, ich habe 5.000 USDT, also packe ich zum Beispiel auch 5.000 USDT drauf oder zumindest 1.000 USDT oder vielleicht 500, aber ich nehme den Multiplier 1. Und dann könnt ihr, wenn es unten geht, noch das Risk Management einstellen. Das würde ich jetzt an dieser Stelle aber mal überspringen, weil ich das Risk Management entsprechend der Equity und des Accounts übernehme. Und dann klicken wir auf Next. Super. Und da sehen wir für jedes Handelspaar, warum auch immer BitGet das macht, für jedes Handelspaar sehen wir hier entsprechend jetzt diese Übersicht. Und dann, genau, perfekt, kannst du auf Bestätigen gehen und dann hängst du dran. Ja, Junge, jetzt bin ich dran, ne? Dann gib mal Gas jetzt. Genau. Für alle Fragen oder die Anleitung, die schicken wir euch zu. Macht das Schritt für Schritt, das ist viel. Wir haben euch 2 Stunden zugeballert mit Infos, mit vielleicht 9 Infos. Lasst das sacken. Schaut euch gerne in die Aufzeichnungen rein. Also zieht euch das gerne rein. Richtet das Schritt für Schritt ein. Und bevor zu viel Kopfschmerzen, bevor zu viele Fragen entstehen, fangt mit $100 an. Weil 100 Euro ist viel Geld. Aber $100 ist für euch auch, wenn da irgendwas schief gehen sollte in den Einstellungen, ihr könnt weitermachen. Und wenn ihr mit $100 euch eingekoppelt habt und seht, es funktioniert und es ist gut und das macht Bock, dann geht ihr auf $200 hoch und dann auf $500 hoch und dann lasst ihr das erstmal ganz, ganz in Ruhe laufen. Nicht direkt mit All-In und mit Geld, was ihr eigentlich nächste Woche oder nächsten Monat brauchen würdet, weil die Börse, die akzeptiert das nicht. Der Börse ist das egal, ob du nächste Woche oder nächsten Monat Miete zahlen musst. Wenn die Börse denkt, sie muss jetzt das Geld von dir nehmen, dann ist das Geld weg. Und dann brauchst du auch manchmal ein bisschen was, bis das wiederkommt. Und deswegen, ja, immer mit diesem Risiko wo sein. Wie lange macht ihr das? David seit 8 Jahren, ich seit 12 Jahren mittlerweile. Wenn ich euch beide beim Traden folgen möchte, muss ich für beide separat Geld einzahlen. Für das Copy Trading auf RoboForex reicht ein Account. Auf einen Account werden beide so gesehen dann vereint. Klar, für BitGet brauchst du dann eine eigene Wallet so gesehen, einen eigenen Account mit eigenem Kapital.
Okay, bei mir ist der Mindestbetrag, sehe ich gerade, okay, danke für das Feedback, bei BitGet auf 1.000 USDT. Ich fürchte dann, dass das eine BitGet-Regelung ist, an der ich nichts ändern kann. Da geht es bei 1.000 USDT los. Ich würde aber da auch euch ziemlich ans Herz legen und sagen, ich gebe mir große Mühe, dass vor allem so in den ersten Tagen, in den ersten Wochen, wenn wir Minus-Trade kassieren, nicht unter, also nicht mehr als 50, 60, 70 Dollar Minus sind. Ne? Genau. Ich folge dir aber kein Geld drauf. Was passiert jetzt? Wenn ich BitGet 500 einzahle, nimmt der automatisch die ganzen 500 Euro. Du musst, genau. David, kannst du noch mal kurz deinen Bildschirm bitte öffnen? Sorry. David, bist du noch da? David, du hast den Host. Du musst den wahrscheinlich erstmal die Stummschaltung aufheben. Ah, pardon, ich bin Host. Wird gemacht. Ich bitte dich, Ton einzuschalten und Host erstellen auf David Franke. Abfahrt. Sehr gut, vielen Dank. Willkommen zurück. Eine wichtige Sache, und das ist eine super Frage gewesen, und zwar, wenn ihr euch bei BitGet registriert, kriegt ihr eine Wallet bei BitGet. Das ist das, wo ihr eure Kryptos quasi verwahren könnt. Oder ich will nicht sagen verwahren, aber wo die gespeichert sind, so gesehen. Und wenn ihr am Copy Trading teilnehmen wollt, dann müsst ihr schauen, dass euer Futures-Account kapitalisiert ist. Und dafür braucht ihr diese USDTM. Aber es ist relativ simpel, denn wenn ihr zum Beispiel auf Assets klickt, genau, wunderbar, und dann auf Transfer, könnt ihr unten direkt auf den vierten Punkt Transfer gehen. Perfekt. So, da könnt ihr in dieser kleinen Übersicht direkt sehen, ich will von Spot zu USDT. USDTM ist automatisch dieser Future-Account. Und da kann ich das, was ich auf meinem Spot habe, also auf meiner Wallet so gesehen habe, das, was ihr auf einer Ledger habt, dann eben auf der Wallet, da könnt ihr dann ganz easy sagen, ich will so und so viel Dollar, da ist unten dieser kleine Strich, wo ihr den Betrag eingeben könnt, könnt ihr sagen, pass auf, ich will 200 USDT von meiner Spot-Wallet auf meine USDTM-Wallet schicken. Und das ist das, was ich von dir für die Positionen zur Verfügung gestellt bekomme. Wichtig, das Geld bleibt bei dir. Das Geld bleibt zu 100% bei dir und ich komme nicht in Kontakt mit deinem Geld. Niemand kommt von uns in Kontakt mit deinem Geld, sondern die Positionen werden lediglich auf deinen Account übertragen. Also ich höre gerade nichts mehr, meine Kopfhörer sind raus, keine Ahnung, sorry, die sind ausgegangen. Akku leer. Moment, dann gehe ich kurz nochmal auf die Fragen ein. Bei RoboForex ist 30% Barsch, genau, und bei BitGet sind es 10%, genau. Wie viel Geld hast du bisher mit Trading verdient? Ich bin in einer glücklichen Situation, sagen zu dürfen, ich weiß es gar nicht genau. Mittlerweile haben wir die Wall Street Story ins Leben gerufen seit über 3 Jahren und sind dankbar für alles, was reinkommt und uns unterstützt. Auch da, ich bin auch diversifiziert. Ich habe hier und da meine Einnahmequellen quasi. Es wird ein Betrag sein, von dem sich sehr, sehr gut leben lässt. Ich habe aber nicht den Anspruch, Geld zu verdienen und dann irgendwann Feierabend zu machen, sondern ich brenne für Trading. Wir brennen für Trading. Wir haben eine Riesenleidenschaft für Trading. Und deswegen, wenn du mich fragst, wie viel hast du mit Trading verdient, nicht genug. Es gibt nur so viel zu holen und die Märkte bewegen sich und morgen ist die neue Chance. Und deswegen sind wir stets bemüht, da weiterzumachen. Moment, wie ist das, wenn ich mit 100 Euro gekoppelt bin und du mit 5.000 1% Minus machst? Gute Frage. Du verlierst diese absoluten Beträge, genau wie ich, weil wir den Multiplizierungsfaktor 1 haben. Das heißt, hier wird es nicht proportional gerechnet, sondern hier Multiplizierung, meine Positionsgröße,
heißt zum Beispiel 0,02 Bitcoin. Da wird genau diese Positionsgröße, weil der Multiplier, also der Multiplikationsfaktor 1 ist, genau auf dich übertragen. Das heißt, du verlierst und machst genau den gleichen Betrag. Eigentlich sind 40% nicht ganz, 10% beim einen und 30% vom anderen. Ich glaube, das kannst du leider nicht so per Summe einfach zusammenrechnen. Wie kann man Geld einzahlen? Müsstest du oben unter Buy Crypto oder Kauf Crypto machen. Coole Fragen auf jeden Fall. Mich freut, dass ihr euch damit wirklich beschäftigt und vor allem das ernst nehmt. Ich weiß von Adam, dass ihr eine extrem coole und auch wirklich zuverlässige Community seid und das kann ich hier nur bestätigen. Also ist BitGet das gleiche wie RoboFlex mit einem anderen Namen? Wenn du es so nennen möchtest, kann man so sagen. BitGet ist eine Exchange für Kryptos. RoboForex ist ein Copy-Trading für den Börsenhandel, wie zum Beispiel Aktienmärkte, Aktienderivate an sich, aber zum Beispiel auch CFD und Devisen. Das DAX-Copy-Trading wird aber nach wie vor bei David bleiben oder ändert sich auch etwas? Nee, das wird bei David bleiben. Der Typ rasiert die Märkte so krass. Anderes wollen wir auf keinen Fall machen. Dem gehört der DAX. Ich wollte in der Türkei zu den Währungsarbeiten, leider hat mein Arbeitgeber mir keine Befugnis gegeben. Es ist möglich, mit einem gewissen Betrag monatlich ca. 2600 Euro zu machen. Da würde ich meinen Job hinschmeißen. Samu, das ist eine unglaublich geile Ambition. Kurs geht raus, brutal. Es ist aber schlecht und unprofessionell und dumm von uns, wenn wir dir irgendeine Versprechung machen würden. Mit Sicherheit gibt es Monate, da wirst du 2600 Euro verdienen. Wir geben uns größte Mühe, aber wir können was, ich weiß nicht, ob wir es dir konstant liefern können. Und sich darauf zu verlassen in den ersten Monaten ist einfach wirklich alles andere als empfehlenswert. Deswegen besser nicht. Und das ist eine Sache, die wir im Trading ebenfalls auch durchleben mussten. Wir sind den harten Weg gegangen. Wir haben die harte Schule gewählt. Wir haben nebenbei auch gearbeitet, um uns Kapital aufzubauen, um es dann erstmal in den Märkten zu versenken, um dann wieder anzufangen und dann weiterzumachen und so weiter und so fort. Moment. Nee, wenn ich 200 Euro Minus mache und du nur 100 Euro eingesetzt hast, dann gehst du nicht mit 100 Euro ins Minus, sondern du kannst immer nur das verlieren, was du maximal eingezahlt hast. Muss ich den Hebel bei David auch noch einstellen? Das kannst du quasi in der Anleitung da nochmal ganz genau sehen. Aber Hebel ist 1 zu 1000, genau. Seit wann tradest du bei RoboForex im Copy Trading? Ich habe es noch nie gemacht, wirklich. Aber wollte das einfach jetzt machen mit Motivation auch für unsere eigene Community, weil im Trading zählt eine Sache: Performance. Du kannst labern, du kannst den Leuten das Gelbe vom Ei versprechen, du kannst sagen, boah, ich habe mir gestern meine Eigentumswohnung mit Trading finanziert. Da reicht eine Frage, zeig mal. Und meistens gibt es 10 Arten, 20 Arten zu betrügen. Du kannst mit Spielgeld quasi, du kannst so Demokonten zeigen, du kannst sogar mittlerweile Server mieten für die Auszahlungen. Es gibt aber eine Sache, die du nicht fälschen kannst, das ist die Performance. Und das ist halt eine Sache, wie der David zum Beispiel es über 15 Monate hat, öffentlich, wo Leute dranhängen mit Geld, dass das nicht irgendwie im Hintergrund gemacht wird und mit irgendeiner KI, sondern wo täglich harte Arbeit hintersteckt, wo Menschen dabei sind, sodass das ganze Bild halt stimmig ist. Ne? Genau. Wie viel Prozent eures Geschäfts macht Trading aus? Kann ich ja auch gar nicht sagen. Dafür müsste ich wissen, wie viel reinkommt an anderen Sachen. Ich kann aber so viel sagen: Wir haben durch den Hebel, den David gerade nutzt, wir haben über 30 Millionen, die der David verwaltet, und davon gibt es Gewinnprovisionen und der Typ tradet wie kein anderer. Ich kann euch versichern, klar, Vergangenheit garantiert nie die Zukunft, aber ich persönlich bin seit 13 Jahren an den Märkten, ich habe noch nie einen besseren Trader gesehen, und der David ist für mich selber die größte Inspiration, aber auch mein größter Konkurrent, weil ich da auch hin will. Deswegen, der muss sich warm anziehen, aber ich glaube, sowas ist deutschlandweit. Das ist Referenz. Hör auf, Mann, ich werde schon rot. Zeig. Habe bei RoboForex Geld ein. Perfekt. An wen wenden wir uns bei Fragen, Anna? Ich weiß nicht, wie der Adam das handhaben möchte. Ich bin aber in den nächsten Tagen und Wochen auch gerne nochmal flexibel, dass wir einen Call machen und das Ganze nochmal dann quasi per Frage anfangen. Ich würde, glaube ich, auch sagen, ich habe jetzt gerade einfach mal geschaut, Leute, erstmal vielen, vielen Dank für das Vertrauen, was ihr den Jungs, aber auch gleichzeitig mir zuspricht. Ja. Ihr habt das, glaube ich, jetzt so komplett wie möglich erkannt,
gesehen. Und ich empfehle es euch nochmal, folgt den Jungs, die sind extrem transparent, und schaut euch an, was sie da tagtäglich einfach machen und wie viele Leute dadurch profitieren. Ich kann nur meinen Riesendank aussprechen. Über 256 Personen haben sich nur bei David angemeldet. Das sehe ich hier. Und ihr werdet sehen, was dieser Junge da tatsächlich für eine Performance abliefert. 256 Personen von euch haben sich jetzt angemeldet. Bei Dominik, das sehe ich jetzt gerade noch nicht. Wahrscheinlich wird das noch abgedatet. Werden es wahrscheinlich ähnlich viele sein. Von daher würde ich sagen, durchläuft diese Prozesse. Sobald da mehrere Fragen aufkommen und du, David, zurück in Dubai bist, können wir super gerne nochmal einen Folgecall machen und dann nochmal auf die Fragen eingehen. Vielleicht auch nochmal andere Leute mit dazu einladen, an dem Call teilzunehmen. Aber ansonsten, würde ich sagen, schickt mir eure Fragen gerne zu. Ihr habt alle meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt alle den MCC Plus Support kontaktieren. Die Fragen werden dann gebündelt, einfach beantwortet. Und das können wir dann gerne in einem nächsten gemeinsamen Live-Call machen. Und was der Dominik und auch der David vorhin gesagt hat, darauf will ich auch nochmal zu sprechen kommen. Ich würde euch allen empfehlen, hier wirklich, so wie ich es auch gemacht habe, mit für euch kleinen Beträgen zu starten. Geht hier jetzt nicht nur, weil ihr hört, es läuft richtig, richtig krass mit großen Beträgen. Ich empfehle euch, erstmal eure eigenen Erfahrungen zu sammeln. Ich habe das erstmal mit 500 Euro gemacht. Okay, ob ihr es jetzt mit 100, 200 Euro, vielleicht mit 500 Euro macht, das weiß ich nicht. Aber ich empfehle euch hier wirklich klein anzufangen, Gefühl dafür zu entwickeln. Und dann, wenn euer Gefühl es euch erlaubt, und ihr ein schönes Gefühl habt, dann könnt ihr, wie der Dominik eben schön gesagt hat, gerne eigenständig entscheiden, ob ihr euer Volumen bei den Copy Trades quasi aufstockt. Es kommt nicht sofort drauf an, ob ihr jetzt mit 100 Euro, 5.000 Euro oder 10.000 Euro reingeht. Es kommt erstmal darauf an, die wichtigen Erfahrungen zu sammeln. Und jeder Tag bereichert euch an Erfahrung. Und jede Erfahrung, die ihr sammelt, macht euch einfach in eurem Bewusstsein, gibt euch ein besseres Gefühl oder ein schlechteres Gefühl. Eins von beiden, das werdet ihr sehen. Deswegen tastet euch hier langsam ran. 256 Registrierungen, hammerhart, sehr, sehr geil, aber langsam. Ich empfehle es euch, langsam zu machen. Schaut euch das an. Aus den 500 Euro, die ich zum Beispiel auf einem Konto hinterlegt habe, das zeige ich euch auch beim David, okay? Und das ist auch, wann war das, David? Kurz nach Afrika war das, oder? Ja. Schaut mal, ich zeige euch das hier auf meinem Handy. Aus diesen 500 Euro, die ich damals hinzugefügt habe, sind schon 582 Euro geworden, okay? Also, es ist jetzt von der prozentualen Entwicklung super geil. Wenn ich jetzt 100.000 investiert hätte, wären da 120.000 raus geworden. Alles cool. Ich bereue es aber kein Stück, dass ich nur mit 500 Euro angefangen habe. Denn jeder Tag, der verstrichen ist, hat mich in meinem Gefühl einfach war für mich eine Bereicherung. Und deswegen habe ich dadurch einfach ein super, super cooles Gefühl entwickelt, spreche heute mit euch darüber und habe vor 3 Wochen einfach auch selber eine etwas, für mich größere Summe schon mit reingepackt. Und genau so würde ich euch das auch empfehlen. Ich würde vorschlagen, dass das Thema in regelmäßigen Abständen in unseren MCC-Calls nun thematisiert wird. Wir schauen uns das an. Die Jungs sind natürlich auch extrem krass selbst beschäftigt. Ich werde aber versuchen, einen von den beiden oder vielleicht sogar beide immer mal wieder in unsere Calls mit reinzuholen. Außerdem, der Sinan ist aktiv da im Hintergrund. Das wisst ihr, ihr kennt ihn. Sinan ist auch extrem fit in all diesen Angelegenheiten. Wir sind für eure Fragen da. Ihr könnt uns eure Fragen zuschicken und die werden wir dann einfach nachträglich alle langsam beantworten. Und wenn jetzt jemand unter euch gerade schon, 2.000, 3.000 Euro überwiesen hat, dann ist das auch völlig erstmal okay. Ja, ihr werdet mit allem erstmal Erfahrung sammeln. Und wie wir gehört haben, hier gibt es nicht die Möglichkeit, mehr als das, was man eingesetzt hat, zu verlieren. Also du kannst nicht 2.000 Euro einsetzen und auf einmal auf einen, Verlust von 5.000 Euro sitzen.
Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das heißt, das eingesetzte Kapital stellt auch die Grundlage für euren maximalen Verlust dar. Und von daher glaube ich, dass die meisten unter euch von der Performance profitieren werden und durch diese Performance, die Jungs liefern, auch ein besseres Gefühl dafür entwickeln. Und dann mit der Zeit, und das hat bei David ja auch etliche Jahre gedauert, werden wahrscheinlich auch hier in unserem Space deutlich größere Summen in dem Portfolio von David landen. Und das wird Zeit brauchen und gebt dieser ganzen Sache auch gerne Zeit. Okay, gebt dieser ganzen Sache Zeit. Es ist für die meisten von euch ein komplett neues Metier und ich kann euch nur empfehlen, hier einfach ganz langsam reinzuwachsen. Okay, ganz langsam reinzuwachsen. Jungs, habt ihr sonst noch was, Dominik und David? Gibt es noch irgendwas, was wir beachten müssen oder was die Kopierer beachten müssen? Nee, eigentlich nicht. Ich würde dir die Videos noch zukommen lassen. Du kannst den Call verwenden. Ich packe euch jetzt gleich auch die Anleitung in unsere MCC Plus Telegram-Gruppe rein. Das packe ich alles gleich rein, sobald ich das von den Jungs bekommen habe. Und dann könnt ihr das auch nochmal in der Aufzeichnung, sobald die Aufzeichnung dann online ist, langsam durchgehen und dann bei Fragen gerne auf mich oder auf Bia zukommen, auf Sinan zukommen und uns dann eure Fragen stellen und dann beantworten wir sie euch auch super, super gerne, sehr zeitnah. Genau. Haben wir sonst noch was? Nur noch einen schönen Abend. Ja, Mann. David ist in Berlin, das vielleicht noch. Ich habe es euch gerade gesagt, er ist in meiner Heimatstadt und hat da morgen übermorgen wichtige Termine und das aufgrund seiner verrückten Performance, Leute, ohne Scheiß. Ich habe das in Afrika einfach mitbekommen. Ne? Ich sag's euch, jeden Tag hängt der Typ an seinem Handy, dann aber auch zu Hause an seinem Laptop und kennt nichts außer diese ganzen Charts zu analysieren, seine Stops zu setzen, Orders zu öffnen, Orders zu schließen. Das gleiche gilt auch für Dominik und er meinte auch vorhin, die lieben, was sie tun und glaubt mir, es wird euch auffallen, die beiden lieben nicht nur das, was sie tun, sondern sie leben das, was sie tun und sind absolute Pioniere in ihrem Metier und das, ja, bestätigen deren Performances und das werden euch wahrscheinlich auch in der Zukunft eure eigenen Entwicklungen, eurer Vermögensgegenstände dann, indem ihr euch an die dranhängt, auch nochmal bestätigen können. Von daher kann ich euch nur maximale Erfolge wünschen und David und Dominik natürlich auch weiterhin genau die unfassbar krasse Performance, von der wir alle mit profitieren können. Und deswegen lieben, lieben Dank, Dominik. Dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben hier in Dubai jetzt 1.14 Uhr, also relativ spät. In Berlin haben wir es jetzt 20.15 Uhr. 22.15 Uhr, sorry. 22.15 Uhr. Ganz, ganz liebe Grüße, wo auch immer ihr gerade stecken mögt. Geht raus von Dubai aus. Und ja, Mann, vielen, vielen Dank, David, an dich. Vielen Dank, Dominik, an dich. Danke gleichfalls. Die ganzen Leute, die hier mit am Start sind und den beiden auch das Vertrauen schenken, mir das Vertrauen schenken. Ich glaube, die haben genug und gehäuft wiederholt, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, ihr eigenes Vermögen positiv für sich arbeiten zu lassen, wachsen zu lassen. Und davon können wir hier alle profitieren. Und das finde ich mega geil. Also in diesem Sinne, Leute, ich würde die Aufzeichnung beenden. Dazu brauche ich einmal den Host, sehe ich gerade. Genau. Pack euch, sobald das durch ist, allerdings wird das erst morgen früh der Fall sein, sowohl die Aufzeichnung als auch die Anleitung dann unmittelbar in unsere Telegram-Gruppe und dann können wir ich lese gerade, dass einige, die hier am Start sind, gar nicht in der MCC Plus Telegram-Gruppe sind. YouTube-Video hochladen und einfach auf Privat genau. Oder so. Ja, das mache ich. Ja, das machen wir so. Perfekt. Genau. Aufzeichnung wird dann beendet. Ich wünsche euch